Live aus den Nerd-Studios in... Moment. Bochum? Warum denn in aller Welt Bochum? Na gut, ist eure Show. Ich werd hier ja nur fürs Vorlesen bezahlt. 3 Bier, 2 Nerds, 2 Chris, 1 Show. Hier kommt Nerdikrismus, die nerdige Labershow mit The Last Geek Tonight. Und hier sind eure alten, weißen Nerds. Hier sind Chris und Chris. Und da sind wir. Da sind wir wieder. Er weiß nicht, ob er das Mikrofon aktiviert hat. Wir haben Sound, ich sehe. Sonst hätte ich schon Alarm geschrien. Wir haben Sound. Fantastisch. Ja. Das ist übrigens bei uns im Stream immer so ein ganz großer Knackpunkt, weil ich das da nicht so technisch drauf habe wie du. Dass ich dann schon so eine Stunde rede, der Michael dann auch nochmal eine Stunde rede, dann irgendwann einer im Chat schreibt so, wir verstehen nichts. Das war beim letzten Mal ich, ja. Ja, oder bei einem der letzten Mal. Man versteht dich ja eigentlich sowieso grundsätzlich nicht. Schönen guten Tag. Hallo und herzlich willkommen bei Nerdikrismus. Genau, ich bin Chris und er ist auch Chris und seine Frau ist auch Chris. Und wir sind wieder hier, um euch 2 Stunden lang bei tropischen Temperaturen fantastisch zu unterhalten. Christastisch. Ja, Christastisch zu unterhalten. Christastisch. Ich kann es von außen sprechen. Wir haben... Ja. Eine pickepackevolle Sendung heute für euch. Die Sau hat sich vorbereitet. Ja, ich habe mich vorbereitet. Es könnte auch daran sein, dass ich einfach schon seit 10 Jahren einen professionellen Podcast mache und da inzwischen so ein bisschen festgestellt habe, dass es durchaus der Sendungsqualität zuträglich ist, wenn man sich vorbereitet. Ist so mein ganz unprofessioneller Eindruck an der Sache. Ja, aber das ist ja gut. Dann überlasse ich heute das Kluge dir und vielen Dank. Danke für die Erinnerung, dass ich die Alerts jetzt deaktiviere. Okay. Zack. Okay. Gut. Alerts sind hiermit deaktiviert. Willst du mich umbringen? Das fragt übrigens immer unser Skiverleih. Wir sind immer zum Saisonopening in Obergurgl Skifahren. Und dann fragt uns der Skiverleih immer, was wollt's denn? Was hast du denn? Wo was Normales, was Langsames und was zum Umbringen? Wir nehmen ihn mal aus zum Umbringen. Vom Dialekt her sind wir auch schon so ein bisschen drin. Ja, ich kann das sagen. Du bist ja schon mitten dabei. Denn heute wird spukig. Ja. Heute wird spukig. Wenn sich jetzt jemand beschwert, warum deaktiviert ihr die Alerts? Relativ simpel. Das landet ja hinterher auch als Podcast bei Nerdizismus. Und da wären die Alerts echt gewaltig störend. Ja. Deswegen zack, raus. So. Nichtsdestotrotz nochmal vielen, vielen Dank für die 50 Bits, lieber Florian. Weil dieser Schrei hat den Florian 50 Bits gekostet. Okay. So 50 Cent grob. Ah, okay. Ja, ey. Cool. Ja. Auch auf diesem Weg habt ihr wieder fleißig abonniert oder seid immer noch fleißig dabei. Vielen, vielen Dank für alle Abos. Dicke, fette Liebeskartoffel. Auch im Namen von Nessie und Sebastian. Und Josie. Mir auch. Ja. Sehr. Ja. Du hast nichts von den Abos. Ich wollte gerade sagen, also solange ich euch keine Abos koste. Das weiß ich noch nicht. Das kann ich noch nicht einschätzen. Also, Josies Namen erwähnt, da ist sie auch. Hallo Schatz. Ja. Wir haben übrigens, heute lohnt sich dran zu bleiben, denn wir haben am Ende noch eine kleine Ankündigung zu machen. Ich frage mich ja immer, warum macht man das eigentlich immer am Ende? Ist das wirklich so, dass die Leute dann so dranbleiben? Ich habe keine Ahnung. Bleibst du dann dran, wenn einer sagt, ich habe am Ende noch so eine Ankündigung zu machen? Um jetzt mal diese Show hier auf so eine Metaebene zu Also ich sag mal so, wir haben vorher nicht drüber gesprochen, wann wir sie machen. Ich hätte die ja jetzt einfach direkt gemacht, aber egal. Wir machen sie am Ende. Also wir kündigen an, dass wir eine Ankündigung machen. Genau. Wir machen jetzt die Ankündigung, dass es am Ende der Show noch eine megamäßige Ankündigung gibt. Hey, weißt du, warum ich sowas ungern am Ende mache? Ja, weil ich es meistens vergesse. Das ist so das große Problem. Am Ende der Show vergesse ich es. Du musst mal drauf, hörst du Podcasts? Also bist du regelmäßiger Podcast? Selten. Wenn du regelmäßiger Podcast-Hörer bist, dann wird dir auffallen, dass es eine beliebte Floskel gibt. Ich versuche sie zu vermeiden, aber ich komme auch nicht ganz rum. Da werden wir ja später sicher noch drüber sprechen. Ja. Und dann weißt du ganz genau, dass da kein Mensch mehr drüber spricht. Das weißt du. Und zwar völlig egal, ob das irgendwie so ein Hobby-Podcast ist oder irgendwie vom Deutschlandfunk einer oder von der Zeit oder was auch immer. Wenn irgendjemand in dem Podcast sagt, wenn wir ja sicher später noch drüber sprechen, kannst du davon ausgehen, dass wir da nicht mehr drüber sprechen. Ja. Deswegen. Vielleicht hast du einen Zettel, wo du das hier aufgeschrieben hast, Pavel? Ich kann mir das jetzt hier, ich schreibe mir hier Ankündigung hin. So. Da steht das jetzt. Ja, ansonsten, vollgepacktes Programm heute. Du hast es schon gesagt, wir haben natürlich wieder einen Drink. Ja.
Heute mit kleinerer Story, aber vielleicht, also ich kann auch sein, dass er total widerlich ist. Ich kenne ihn selber noch nicht. Okay. Ich bin gespannt. Eine Premiere. Er steht noch im Kühlschrank. Mhm. Du hast ein Netzfundstück? Ja, ich habe ein kleines Netzfundstück. Ich hatte bis heute Morgen wirklich keins und dann ist mir eins entgegengesprungen, wo ich dachte. Ja, ihr seht's ja dann gleich. Ja, damit hebe ich mir meins, was ich eigentlich habe, das ist ein bisschen länger, hebe ich mir einfach noch auf, entweder fürs nächste Mal oder fürs übernächste Mal. Ja. Mal gucken. Und ja, wir haben ja heute volles Programm mit unseren Kindheitserinnerungen. Ja. Ihr habt ja sicherlich festgestellt, dass wir in den letzten Folgen immer so abgeschweift sind. Ich meine, es ist ja auch durchaus Teil dieses, also eigentlich ist das ja Wir werden auch heute abschweifen. Programm. Wir werden auch heute abschweifen. Aber wir brauchen natürlich immer so einen kleinen Aufhänger. Und wie hätte man es besser machen können, als du mir das nämlich das letzte Mal, haben wir ja angekündigt, hast du mir etwas überreicht. Richtig. Ja. Diejenigen, die bei der zweiten Folge schon dabei waren, werden es wissen. Er hat mir nämlich hier überreicht, Spuk im Plattenbau, im Hochhaus. Du mit deinem Spuk im Plattenbau. Ja. Ich habe ja die zweite Kamera. Also Spuk in der Platte. Ja. Plattenspuk. Ja. Ich folge jetzt so einem. Nee, ich habe ihn noch nicht abonniert. Aber ich habe seit ungefähr 14 Tagen ein Fable für einen Dresdner Gebrauchtwagenhändler entwickelt, der eine YouTube-Show hat. Okay. Der einfach über seinen Gebrauchtwagen, also Erlebnisse aus der Welt des Gebrauchtwagenhandels. Der Enrico. Ja. Okay. Ja. Es ist sehr unterhaltsam. Ist das so ein Stan? Wenigstens so als Gebrauchtwagenhändler? Nee, so ein Stan ist es nicht für alle, die es. Wir haben doch hier einen Stan. Wir haben einen Stan da, ja. Genau, wir haben doch hier. Hier ist, für alle, die es nicht wissen, ne, das ist Stan aus Monkey Island, ein Gebrauchtschiffhändler. Ja, und Gebrauchtsärge und Leder, genau, und vor allen Dingen Lederjacken. Haben sie diese wundervollen Lederjacken. Was mich daran erinnert, hast du den neuen Indiana Jones schon gesehen? Ja, habe ich. Und? Wir haben auch schon einen Podcast drüber gemacht. Ja, ich habe ihn aber nicht gehört. Gesehen und? Kurzfassung. Ich bin traurig, dass man dieser fantastischen Figur keinen besseren Abschlussfilm gegönnt hat. Harrison Ford ist super. Der Film selber ist es nicht. Kurzfassung. Okay. Ja, also wir haben ja auch dazu einen Podcast gemacht, zusammen mit der Rezession. Echt. Okay. Du hast unseren auch nicht gehört. Also. Ja, es reicht ja, wie ich dich hier ertrage. Deshalb machen wir diese Show wohl nur so unregelmäßig mit viel Abstand. Viel Abstand. Ja. Nicht mal eine Armlänge. Ja. Es hätte schlimmer sein können. So habe ich auch das hätte schlimmer sein können. Es war dann am Ende wie so ein bisschen, ja, so Pflaster schnell abziehen, als es langsam abziehen. Mhm. Es war, weiß Gott, nicht so so schlecht wie der vierte Teil, wo ich wirklich also mit knallroter Stirn aus dem Kino gekommen bin. Mir hatte der vierte auch schon nicht wehgetan. Okay. Ich habe den aber auch nur im Kino gesehen, danach nie wieder. Ich kann den vierten nicht mehr einschätzen, außer dass ich fand den halb so schlimm. Aber halt auch völlig vergesslich. Und so geht's mir jetzt mit dem fünften auch. Der tut mir nicht weh. Ja. Der macht mich einfach traurig, weil ich hätte dieser Figur einfach einen besseren Abschluss gegönnt. Ja. Ich mochte die erste halbe Stunde. Ja, mochte ich tatsächlich. Das hat für mich. Wobei man halt auch da sagen muss, wenn du halt dann jetzt die Zugsequenz A aus Last Crusade nochmal dir ins Gedächtnis ruft, die halt echt war. Und dir jetzt nochmal bei dem neuen Mission Impossible die Zugsequenz anschaust, die halt auch echt ist, dann wischt das halt mit der CGI-Zugsequenz einfach den Boden auf. Und zwar alle beide. So. Und das war ich so ein bisschen mein Hauptkritikpunkt. Am Ende, ohne jetzt zu spoilern zu wollen, wird es halt ein bisschen Asylum-mäßig. Also wenn dann das Hauptevent so eintritt und dann dieses ein Ding, dann nicht mehr, okay, das hätte jetzt auch halt ein Asylum-Film sein können. Das war für mich einfach, also das war der Moment, wo ich die Hand gegen den Kopf geschlagen habe, weil das für mich einfach nicht gepasst hat. Ja, genau. So, also da wurde es zur Wurzel. Aber es war trotzdem, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon mit dem Film einigermaßen abgeschlossen, dachte, naja, okay. Aber ja, mein Gott, ich finde halt wirklich nach wie vor, Harrison Ford funktioniert super. Man merkt einfach, dass dem diese Figur wahnsinnig viel Spaß macht. Und er sie wahnsinnig gerne spielt. Und dieser Spaß überträgt sich. Vieles andere überträgt sich in dem Film einfach nicht. Aber mein Gott, wie gesagt, er tut nicht weh. Mhm.
Das ist halt so das Positive. Er tut nicht weh. Was mir wehgetan hat, war allerdings das Fundstück der Woche heute. Ich hatte ja, wie gesagt, bis... Überleitung bis, wie ein Ja, Haus. Fantastisch. Ich hatte bis vor kurzem oder bis heute Nachmittag eigentlich noch überhaupt kein Fundstück. Da dachte ich, was mache ich denn? Und dann hat mir die Bild-Zeitung, Gott sei Dank, ich gebe es zu, da bin ich ganz wie Helmut Kohl, der hat auch immer gesagt, man müsste wissen, was der Böbel liest. Ja, und hat also dann auch immer regelmäßig die Bild-Zeitung. Feind, ja. Und na gut, bei der CDU war das ja nicht unbedingt der Fall, ist die Bild-Zeitung. Ja. Aber also ich gucke regelmäßig auf Bild.de, ganz ehrlich, ich will immer wissen, was so außerhalb der Faz und Spiegel und Weltbubble und so weiter unterwegs ist. Ich habe dafür den Fokus. Das ist ja auch. Ja, okay, gut. Das nannte unser Deutschlehrer mal, das ist Revolverblatt. Ja, das ist auch, definitiv. So, und aber sie haben mich heute einfach beglückt mit einer Überschrift, denn die heute sind ja die Inder zum Mond geflogen. Ja, die Inder sind zum Mond geflogen und die Headline der Bild-Zeitung war dazu. Ich blende sie jetzt ein. Ja, Rakete fliegt, Inder im zweiten Versuch zum Mond gestartet. Taj Mahal. Okay. Ja. Und dazu, man kann es erkennen, ne? Im Hintergrund noch dieses Grabmal, dachte ich mir, okay. Ja. Also ich weiß nicht, ob derjenige, der das getextet hat, ob der irgendwie freie Hand hatte und keiner mehr drüber geguckt hat, oder vielleicht ist ja jemand hier aus dem Zeitungsbusiness und kann man so sagen, ob man so auch mal einen rausholt, weil der war schon, ja, das war so mein kleines Fundstück der Woche heute, weil die anderen waren irgendwie nicht mehr, ich will die mir auch aufsparen, so ein bisschen. Ja, aber gut, okay. Also man ab und zu kann man auch mal lachen, wenn man auf Bild.de unterwegs ist. Kann man wahrscheinlich sehr häufig. Ich kann nicht auf Bild.de, weil mein Adblocker das nicht zulässt. Ja. Ist ja auch grundsätzlich. Und das ist auch positiv, weil ich tatsächlich hin und wieder schon mal so, habe eine Überschrift gelesen und dachte, ach, worum geht's? Irgendwas Schwachsinniges, worum geht's denn? Da liest du dir mal durch. Und dann kam Adblocker, ach, es war Bild.de. Alles klar. Halleluja, hab ich einen Adblocker. Ich komme nicht mal in Versuchung, dann drauf zu. Ja, Moritz Linden schreibt im Chat, Leute, die die Bild lesen, nur um zu wissen, was Bildleser glauben, sind mittlerweile die Haupteinnahmequelle. Ich fürchte, da hat er recht. Wahrscheinlich schon. Ja. In dem Zusammenhang noch eine Sache, die so, weil dann können wir gleich nochmal über den... Wir müssen gleich erstmal saufen, weil nach diesem Bildtitel muss ich den Alkohol holen. Ja, und jetzt hast du mich rausgeballt. Jetzt habe ich meinen Gedanken verloren. Ach so, ja, genau. Und zwar gibt es ja einen Podcast auf Spotify, wo wir gerade bei Podcast und Bild sind. Passt auch. The Boys Club, wo es so um diese Julian Reichelt-Sachen und so weiter geht. Autsch, okay. Ja, das sind so 8 Folgen und ich habe jetzt die ersten 2 gehört. Und witzigerweise hat mir jetzt, also ich habe dann irgendwie nicht weitergehört. So, ich hatte keine Zeit und irgendwie vergessen, das habe ich letztens wieder dran erinnert. Und ich habe jetzt aus einem ganz bekloppten Grund keinen Bock, irgendwie weiterzuhören, obwohl der super interessant war. Mhm. Und zwar ist mir nämlich die ganze Zeit schon aufgefallen, dass die Menschen, die da zu Wort kommen, wenn die dann sprechen, irgendwie so einen komischen Akzent haben. Also sind hauptsächlich Frauen, die halt berichten, wie es ihnen da ergangen ist. Okay. Und die haben irgendwie so einen komischen Akzent, als wären sie ein bisschen Amerikaner und so, also ganz slightly off, wie man so als Amerikaner, als Neudeutscher sagt, also ein bisschen anders. Und jetzt habe ich gelesen, dass die nämlich, um die Frauen nicht zu gefährden und die zu schützen, die Stimmen, und jetzt güttet, nicht haben neu einsprechen lassen, sondern von der KI einsprechen lassen. Okay. Und kaum wusste ich das, war meine Motivation, das zu hören, gleich null. Warum? Das frage ich mich irgendwie auch, weil erstmal man erkennt nicht, dass es eine KI ist, außer diesem komischen Akzent, der wahrscheinlich darum kommt, weil es halt die ganzen Sprach-KIs sind ja hauptsächlich für Englisch erstmal primär. Ja. So. Und dann erkennt man es irgendwie nicht so ganz genau und dann klang es so slightly off irgendwie, aber ich hatte halt, da sie auch gar nicht, entweder habe ich es nicht mitbekommen oder sie erwähnen es nicht, dass diese Stimmen nachgesprochen werden. Also dachte ich halt, das sind die Frauen, die da reden. Und jetzt, wo ich weiß, dass es die nicht sind und nicht mal nachgesprochen werden, nimmt es mir so krass was Authentisches von der ganzen Sache. Okay, also das schmälert nicht den Inhalt, ja. Aber irgendwie ist meine Motivation, da jetzt weiterzuhören, in dem Wissen, dass ich jetzt nur künstlichen Stimmen zugucke, wo ich mir so denke, okay, dann hättest du auch einfach alles nur runterschreiben können und einfach alles die KI quatschen lassen. Wäre es wenigstens irgendwie ehrlicher gewesen. Ich finde, man hätte irgendwie transparenter machen müssen, dass das, also ich komme ein bisschen verarscht war. So ein bisschen. Kannst du das verstehen?
Weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das in dem Moment sehen würde. Kann ich dir echt nicht beantworten. Es würde mich, glaube ich, auch irritieren in dem Moment, wo ich wüsste, ich glaube, mich würde es aber deswegen irritieren, weil ich dann ganz bewusst darauf achten würde, ob ich hören kann, dass es eine KI ist. Deswegen würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr auf den Inhalt achten, sondern auf irgendwie so, kann man hören, dass es eine KI ist. KI. Und ich glaube, das könnte das sein, was mich dann rausreißt, weil ich nicht mehr auf den Inhalt achte. Ja. Hat dich der junge Indie rausgerissen? Ich habe gerade überlegt, welcher junge Indie du meinst. Das war die Lehre in Chris Hirn. Ich war gerade so, welcher junge Indie, wo war denn dann ein junger Indie? Im Podcast noch so ein kleines so ein Zirpen und so ein Buschrauschen. Ja, genau. Habe ich mir sowieso überlegt, wir brauchen irgendwie so ein Busch, der von Soundboard. Ich dachte, wir brauchen ein Soundboard, okay, ja. Nein, tatsächlich nicht. Ich war sehr überrascht. Ich bin dem ja immer noch sehr, sehr zwiespältig gegenüber und tatsächlich war schon im ersten Moment, wo man den verjüngten Indie gesehen hat, war so, funktionierte das für mich? Ja, natürlich hast du ein paar Mal so Momente, wo es von der Beleuchtung her nicht ganz hinhaut. Mm-hmm. Also, du siehst, dass es künstlich ist. Aber ich fand, also für mich hat das erstaunlich gut funktioniert. Ich konnte mich da gut mit erfreuen und ich hatte, wie gesagt, an der ersten halben Stunde hatte ich sehr viel Spaß. Ja, in der ersten halben Stunde hatte ich grundsätzlich auch Spaß, aber ich kann nicht, ich springe aus einem anderen Grund voll ins Uncanny Valley rein. Nicht, weil der Effekt, der war sogar erstaunlich gut. Ja. Aber mein Hirn weiß einfach, das ist jetzt nicht aus Deleted Scenes zusammengestellt und dann irgendwie noch ein bisschen enhanced, sondern das hat halt nie stattgefunden. Ja. Und beziehungsweise gut, der saß halt da mit 80 und dann haben sie es halt drüber gemacht. Nein, nicht nur. Ich habe erfahren, dass dieser wie heißt der, diese bekannte Double, was wo im Internet schon immer dieser Bass war, der muss den neuen Indie spielen, wenn dann der Anthony irgendwas. Hopkins, der ist schon tot. Anthony Perkins, der ist schon tot. Nein, so ein junger Kerl, der den wahnsinnig gut Anthony nachmacht. Anthony Quinn ist auch schon tot. Gut, wer fallen euch noch mehr Anthonys ein, ja, lieber Chat da draußen. Ja. Also Der ist wohl tatsächlich von Disney angeheuert worden und hat ein paar dieser Szenen auch gemacht und dann wurde Harrison Fords Gesicht quasi drüber getan. Das macht's halt für mich noch mehr auf. Ne? Also ich bin noch nicht so weit. Also entweder ich gucke mir eine komplette TOS-Folge an. Ich gucke mir eine komplette Star Trek TOS-Folge an und weiß, die sind alle tot und kommen alle aus dem Rechner. Ja. Dann gehe ich aber auch mit dieser Erwartungshaltung rein und gucke mir das an. Ja. Aber so war es irgendwie, dass ich halt einfach die ganze Zeit gedacht habe, ja, aber das ist er halt nicht. Ja. Mhm. Also nicht nur, aber die anderen sind's halt und er ist es halt nicht. Also Benno Fürmann ist halt wieder Nazi, weil er halt nur ein Nazi. Ich habe dann mal durchgezählt, glaube ich, 5-mal schon den Kriegsfilm. Also das ist schon drauf. Aber war nicht Benno Fürmann, das war. Nee, Thomas Kretschmann. Genau. Und aber Benno Fürmann bestimmt auch 5-mal. Und dann bin ich halt. Anthony Ingruber, so heißt er. Ah ja. Der ist selber dafür bekannt, dass er Harrison Ford dubbelt und der hat ein ganz fantastisches Ding gemacht. Da hat er Robin Williams gespielt in dem Moment, wo Robin Williams, so ein Kurzfilm, kann ich nur empfehlen, sucht den mal raus, Robin Williams erfährt, dass John Belushi gestorben ist, an einer Überdosis. Und da spielt Anthony Ingruber, spielt dort Robin Williams, 5 Minuten Kurzfilm, unfassbar gut. Unfassbar berührend, unfassbar gut und Ich glaube, Anthony Ingruber war auch meines Wissens der Filmliebling, den alle gerne für den Solo-Film gehabt hätten. Exakt. Ah ja, weil der so ein YouTube-Video hatte, wo ich gedacht habe, ja, nehmt den. Korrekt. Und dann haben sie ja aus irgendeinem Grund nicht genommen. Korrekt. Ja, richtig. Genau. Das ist Anthony Ingruber, der hat halt wirklich der kann wunderbar imitieren und hat halt Harrison Ford einfach perfekt drauf. Und den hat Disney jetzt wohl angeblich tatsächlich ein bisschen angeheuert und dort öfters mal den jungen Indie spielen lassen. Warum wohl nicht für Solo? Vielleicht wäre der Film ja dann erfolgreicher geworden. Na, okay, wer weiß. Ich weiß nicht, ob das an Dingen lag. Ich fand den Solo aber gar nicht so schlecht. Ich mochte den auch. Ja. Ist halt schade, dass er dann halt nicht weitergesetzt wird. Vielleicht geht es ja in einer von den Serien dann weiter. Mal gucken. Ich glaube nicht dran. Ich glaube auch nicht. Also vor allen Dingen nicht mit dem, was jetzt der Bob Iger jetzt für die Tage erst gesagt hat, wie sich Disney Plus weiterentwickeln soll. Glaube ich nicht dran. Wie soll sich denn weiterentwickeln? Jetzt gar nicht mitgekriegt. Einfach schlichtweg, Disney Plus ist nicht rentabel und man muss es halt rentabel machen und dementsprechend ein bisschen weg von der Massenproduktion oder ein bisschen weniger, ein bisschen gezielter und so weiter und so fort. Ja. Irgendjemand hatte letztens auf Twitter geschrieben, es wäre doch eigentlich mal ganz cool, wenn auch, also ich würde da sicherlich, also kennst du das beim
beim Streaming auch, du bist so overloaded, dass du am Ende beim alten Kram bleibst? Ja, absolut. Ja. Ich bin mittlerweile vollkommen Content gesättigt. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was ich gucken soll. Mhm. Dann fange ich an, irgendwie, dann gucke ich eben, also das Problem ist einfach, ich suche zu lange danach, nach etwas, was mich jetzt anspringt, was ich gucken kann. Ja. Dann suche ich eine halbe Stunde und dann, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt gucke ich halt was Altes. Genau, ach, und guck mal der Part, ach, guck mal zurück in die Zukunft. Und das ist das, ich bin vollkommen Content übersättigt. Ja. Und das ist ein großes Problem. Mhm. Tatsächlich. Ja, ich glaube auch, dass ich Streaming neu erfinden muss. So wird es nicht weitergehen. Ich hole mal unseren Alkohol und du erzählst weiter. Ja. Ich erzähle mal weiter. Also, Serien ist ja heute so ein bisschen unser Stichwort. Vor allem, wenn es spukt und es um übernatürliche Phänomene geht. Dafür hat mir, wie gesagt, der gute Chris den Spuk in der Platte gegeben. Es gab auch was war das andere? Spuk auf dem Messegelände, Spuk im Gerüstbau, Spuk im Riesenrad, glaube ich, war das andere. Und ich habe ihn dafür genötigt, wobei ich weiß gar nicht, ob ich dich genötigt habe, das werden wir gleich sehen, ob es eine Qual für dich war, Pumuckl zu schauen. Ich habe dir sieben ausgewählte Pumuckl-Folgen empfohlen und habe gesagt, guck die mal. Ich kannte sie jetzt alle nicht mehr auch selber so im Detail. Ich wusste, dass es bei vielen noch, Spuk im Riesenrad, okay. Ich wusste, dass es bei vielen Folgen, dass es, glaube ich, ganz guter Allgemeinüberblick ist. Und jetzt habe ich schon wieder von der Serie angefangen, damit wir jetzt schon wieder das Thema wechseln, denn wir haben jetzt erstmal unsere beliebte Rubrik. Wir können erstmal noch ein bisschen die Einführung in die Serien weitermachen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ja, okay, Asghar. Es ist eine Serie von 82 und damit aus dem gleichen Erscheinungsjahr wie der Pumuckl auch. Ja. Deswegen finde ich die hochinteressant. Ja. Weil ich habe nämlich, ich wusste, dass selbst wenn mich der Inhalt nicht anspricht, dass es aber aus zeitgeschichtlichen Aspekten, glaube ich, super interessant ist. Und das war genau das, was mich so neugierig macht. Wie findet ein Wessi eine ganz klassische Ostkinderserie, für die du ja überhaupt keine Nostalgie empfindest? Wie geht dir das damit? Ja. Und für mich war es wahnsinnig interessant, ne, mit Pumuckl, klassische Westkinderserie, die ich tatsächlich, ich habe die nie gesehen. Ich habe Pumuckl, ich kenne die ausschnittsweise, ich weiß nicht, wer Pumuckl ist, ich weiß, wer Meister Eder ist und so weiter. Aber ich habe noch nie eine komplette Folge gesehen und habe mir die jetzt angeguckt und da war auch für mich ganz interessant, wie ist das? Wie funktioniert das auch gerade gesellschaftsbildtechnisch und so weiter und so fort? Ja. Und ich glaube, also zum einen, es war jetzt nicht Spuk unterm Riesenrad, genau. Es war jetzt nicht so der Kulturschock in Anführungszeichen, weil zum einen hatten wir ja auch die tschechischen Kinderserien, die dann vom Look her durchaus nicht ganz unähnlich waren und ich glaube auch, aber das ist jetzt nur eine gefühlte Wahrheit, dass zumindest was so Mode- und Einrichtungstechnisch die Bundesrepublik BRD, übrigens meine Eltern immer gehasst, wenn jemand BRD gesagt hat. Ne? Okay. Ja, das war so, BRD war so, wer BRD sagt, ist verdächtig in den 80ern. Echt? Ja, ohne Scheiß, BRD sagen. Aber war das so was Elterntypisches oder war das allgemein so gesellschaftlich? Also sagen wir so, in der konservativen Bubble meiner Eltern war, glaube ich, jemand, der BRD sagt, war verdächtig. Weil das war DDR und Bundesrepublik oder halt Deutschland. Aber DDR und dann als Alternative dazu BRD zu sagen, wirst du auch niemals in so einem Fußballkommentar im ARD und ZDF wird nie einer BRD gesagt haben. Okay. Never ever. Spannend. Niemals. Das hat sich erst so. Was ist das? Schreibt Stefan auch, BRD hat man nicht gesagt. Genau, BRD hat man nicht gesagt. Ja, okay. Genau. BRD war so, nee. Das sagt man nicht. Und wer das gesagt hat, war definitiv ein Sozi. Also auf jeden Fall. Also zumindest schon mal ganz nah, ja. Da muss doch aus dem Osten kommen, ne? Der ist doch zugewandert. Zumindest mal verdächtig. Und so bin ich natürlich mit tschechischen Serien aufgewachsen, von denen man natürlich als Kind wusste, dass sie so aus Tschechien kommen. Aber du hast ja die politischen Implikationen da noch nicht so vor Augen geführt und die waren auch in der Serie und im Gegensatz zu dieser hier, ich müsste jetzt sicherlich nochmal irgendwie, keine Ahnung, hier, wie heißt es mit dem Mädchen aus dem Wald, ich glaube, sie heißt sogar das Mädchen aus dem Wald, schauen und nochmal irgendwie so ein paar andere Serien, was weiß ich, Pantau oder keine Ahnung was, aber ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich nicht daran erinnern, dass da so Charakter aufgetreten sind wie hier, zu denen ich dann gleich noch eine Menge Fragen habe. Ja. Grundsätzlich vom Look and Feel würde ich sagen, wenn man so ein paar Sachen außen vor nimmt, würde ich sagen, dass sogar die Bundesrepublik und die DDR, glaube ich, sogar Mode- und Einrichtungstechnisch so vielleicht bis 84 noch relativ konform waren und es dann aber in der DDR aufgehört hat und im Westen dann aber weiterging.
Das kannst du ja gar nicht einschätzen, weil du weißt ja gar nicht, wie es. Ich war doch. Weil du dann mal da warst. Da habe ich dann so gedacht, okay, also von außen, also es war bestimmt auch schwer, hier eine Ecke zu finden, die nicht kaputt war. Deswegen sind sie gleich in die Platte gegangen wahrscheinlich. Aber in Dresden hätte es das nicht drehen können. Also nee, nicht das, in der Altstadt. Das war nicht schön. Oder in Bitterfeld oder so. Und aber in Berlin wäre das wäre das in schon Berlin war ja auch immer so die andere. Und sie haben es ja in Berlin gedreht. Okay, genau, okay. Und Das Haus von außen, das Hochhaus außen steht heute, glaube ich, noch in der Nähe vom Ostbahnhof. Coworking Space wahrscheinlich drin. Keine Ahnung. Ich gehe nicht davon aus, dass es noch so aussieht, sondern irgendwie Fassade neu gemacht und so. Ja. Und die Innendrehs waren natürlich im Studio in Babelsberg. Mhm. Vollkommen klar. Ja, also von daher war das jetzt so vom reinen Look and Feel nicht so anders, aber da waren schon ein paar Sachen drin, da werden wir gleich drüber sprechen, wo ich glaube, das war in den tschechischen Serien entweder so nicht drin oder vielleicht wurde sie auch rausgeschnitten, das weiß ich nicht. Ne? Mhm. Aber da würde ich sagen, waren so ein paar Sachen drin. Dann bin ich sehr gespannt. Ja, auf jeden Fall. Gespannt. Was war denn dann dein Ersteindruck vom Pumuckl, bevor wir nochmal zum Schlepper kommen? Ja, mein Ersteindruck vom Pumuckl war tatsächlich auch, so fremd ist das gar nicht. Mhm. Ich kann auch jetzt einfach direkt mal Spoiler. Ich hatte Spaß. Mhm. Tatsächlich, auch als Erwachsener, der jetzt erst Pumuckl guckt, hatte ich Spaß. Den meisten Spaß hatte ich, aus dem Josie gemeinsam geguckt, hatte Josie, die immer wieder kräftig gelacht hat, immer wieder kräftig und sich tierisch gefreut hat. Es hatte tatsächlich, muss ich sagen, und das fand ich ja, das waren meine lustigen Momente, es hatte unfassbar viel Loriot-Momente. Unfassbar viele Loriot-Momente, ganz göttlich, wo man wirklich einfach, also auch Dialoge, wo du dachtest, scheiße, das müsstest du dir eigentlich aufschreiben. So, die Dialoge sind Gold da drin. Wo du wirklich denkst, so Hammer. Und für mich natürlich, also was ich am interessantesten fand, war, dass es eine Kinderserie ist, die ohne Kinder funktioniert. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Es gibt ganz wenige Folgen, wo man richtig Kinder bekommt. Ja. Richtig. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig. Eine Kinderserie, die rein mit Erwachsenen spielt, finde ich sehr interessant. Auch mit relativ alten Erwachsenen. Schau mal, den Aspekt habe ich noch gar nicht. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Reden wir gleich drüber. Ja. So, was hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe mitgebracht. Und zwar war ich Ende April oder irgendwie so um den Dreh rum, war ich... Nicht mehr weiß, hast du zu viel davon getrunken? Nein, ich habe noch gar nichts davon getrunken. Ach so. War ich für Krimi-Dinner in Travemünde. Mhm. Und da ich da ganz kurzfristig einspringen musste, haben sie mir das Angebot gemacht, pass auf so Christian, ne, du musst da, fährst selber mit dem Auto hin und ganz kurzfristig und so, weißt du mal, ist doof, aber sonst fällt die Show aus und ne, Fünf-Sterne-Hotel und pass auf, damit das für dich verlockend ist, nimm Josie mit, wir bezahlen das Zimmer mit und dann könnt ihr den nächsten Tag noch da in Ruhe in Travemünde verbringen. Mhm. Deal. Das heißt, wir sind dann, am Samstag habe ich gespielt und am Sonntag hatten wir dann noch den halben Tag in Travemünde zum Spazierengehen und angucken. Und dann habe ich entdeckt und ich dachte, ich bringe es einfach mal mit. Möwenschiss. Ja, ich hätte jetzt eher gesagt Möwenrotz, aber von der Farbe her. Man muss den noch schütteln. Ah ja, okay. Man müsste, ich mache gleich mal die andere Kamera, dann kann man den besser sehen. Oder ich mache das mal direkt. Und du... Ja. Ich lese mal eben kurz vor, was da drin ist. Ja. Eierlikör mit Absinth. Eierlikör mit Absinth. Möwenschiss. So, mach doch mal bitte die andere Kamera. Jetzt, du hast es mir vorher gesagt, damit ich es so, du drückst auf Cut und oben auf On. Da. Dann sind wir auch noch zu sehen. Ah. Zack. Vielleicht ein bisschen mehr da. Ja, hier genau. So jetzt muss ich nur noch scharf stellen. Fokus. Wer weiß, wenn du immer hinterher hin und her gehst. Wer weiß, welchen YouTuber ich imitiere, der kannst du in meinen Chat schreiben. Da. Möwenschiss. So, jetzt sieht man da oben, da ist noch was abgesetzt. Man muss es jetzt erstmal kräftig schütteln. Mhm. Schüttel mal. Eierlikör ist gelb. Na gut, Absinth ist grün. Ich wollte gerade sagen, Absinth ist grün. Von daher. Schüttel. Reicht schon. So, und jetzt sieht das auch nicht mehr ganz so unappetitlich aus. Aber es ist immer noch Möwenschiss. Jetzt ist halt der Eiter von der Schlotze weg. Ja. Also. Es ist immer noch Möwenschiss. Ja, okay. Dann, Herr Kapellmeister, kredenzen Sie es mir. Ja. So, und dementsprechend dachte ich, aber ich habe noch eine Alternative mit, aber die vielleicht beim nächsten Mal. Ja, aber Küsten ist ja bekannt. Also genau, dachte ich auch. So. Aber Möwenschiss kannte ich noch nicht. Mhm. Und ich mag ja Absinth. Jetzt habe ich im Urlaub einen Cocktail mit Absinth getrunken. Death in the Afternoon. Mhm. Sekt, Absinth, Bitter und Zucker. Mhm. Und es war mit das Widerlichste, was ich in meinem Leben getrunken habe. Okay. So. Und dementsprechend, schauen wir mal. Herzlich willkommen, Anthony Dean Channel. Danke für den Follow. Absinth war ja in Deutschland mal eine ganze Weile verboten, bevor man dann so Mitte der 90er irgendwie so eine
entschwächte Form. Ich liebe Absinth. Ich habe viele verschiedene Sorten Absinth. Nein, also Eriadora, der Absinth ist in Deutschland nicht mehr verboten. Ist die ursprüngliche Version, die gibt's so nicht mehr. Man hat irgendwelche, ich weiß auch nicht genau, es gab irgendeinen Wirkstoff daraus, den kann man jetzt rausdestillieren und dann Wermut. Ging das eben nicht mehr. Wer hat Mut? Wermut, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertraue. Nee, Wermut. Wermut kriegst du ja immer noch. So. Euch riecht sehr absintig, tatsächlich. Ja. Genau. Früher war die Zusammensetzung. Genau, irgendwas war da, ja, genau. Und dann habe ich, da war das mal eine Weile hip und dann habe ich das in den. Wir müssen mich ja nur abfüllen. Und dann wirst du sehen, was passiert. Eine Armlänge. Ja. Ja. So. So. Genau, das Thiol oder irgendwie sowas. Genau, richtig. Ja, ja, genau. Thiol oder wie das hieß. Ja, genau. Und dann habe ich das in den 90ern mal so klassisch probiert und muss ehrlich sagen, war nicht so dolle. Aber ich bin jetzt gespannt, wie es ist. Also es sieht echt nicht appetitlich aus. Nee, es sieht aus wie Möwenschiss, das muss man wirklich sagen. Es hat so eine ganz eklige Grünfarbe. Wenn es noch bröckelig wäre, wäre es eher so, wie wenn man halt so eine kräftige Erkältung hat und dann die Erkältung sich dann löst. Ne? Keine Ahnung. Ja. Aber wir haben ja auch nicht gesagt, dass wir hier leckere Sachen trinken, sondern einfach besondere Sachen. Genau, besondere Sachen. Ja. Okay, also gut. Also es riecht. Okay. Ich hoffe, es schmeckt nicht so, wie es riecht. Geschmacklich nicht so scheiße, aber die Konsistenz ist unfassbar eklig. Also, das ist ein Hustenbonbon mit Sahne. Ja. 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 Geschmacklich ist das nicht so schlimm, aber ich finde die Konsistenz sehr unangenehm. Es ist Anis, genau, Anis, Eukalyptus, Anis, vor allem Anis mit Sahne. Ja. Ja. Genau, Anis mit Sahne. Ja. Also ich könnte mir das ganz gut vor. Ich bin jetzt nicht so der Anis-Freund. Hm? Mit Eierlikör stand ja auch da. Also von daher Anis mit Eierlikör. Also ich bin jetzt nicht so der Anis-Freund. Deswegen würde ich jetzt nicht kaufen. Aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das gebe ich jetzt nur Menschen, die ich nie mag. Mhm. Ja? Nö, das ist sondern wer auf sowas steht, der. Ja. Ich meine, das ist wie. Stellt euch vor, das wird am besten sein wie Uso mit dem Schuss Sahne drin. Das ist es. Uso mit dem Schuss Sahne drin. Das. Ah. Tatsächlich halt so wild. Zischbier-Apfelsaft. Gut. Naja. Das war schon mit der Geschichte, mehr hast du dazu nichts. Ich würde sagen können, dann könntest du vielleicht irgendwie noch. Nö, tatsächlich ist einfach bei einem Spaziergang entdecken gedacht. Möwenschiss. Kenne ich noch nicht. Ja. Das klingt doch nach etwas, was hier geeignet wäre. Du Marketingopfer, du. Und man, ich wüsste nicht, dass man das hier kriegt. Ich habe das hier noch nie gesehen. Ja, habe ich auch nie gesehen. Ja. Grüße aus Trabzon, steht auch, glaube ich, Gruß von der Küste. Es gab verschiedene Möwenschiss-Anbieter. Mhm. Gab es auch so direkt Gruß aus Travemünde. So, also das ist jetzt nicht nur von denen gekauft. Da, sondern es ist praktisch so dieses lokale Nationalgetränk da anscheinend. Okay. Irgendwie, ja, wahrscheinlich, weil es so ekelhaft aussieht und einfach zu Möwenschiss passt. Hm. Dann kann ich dir an der Stelle, falls wir mal jemals in die Düsseldorfer Altstadt gehen, wenn wir natürlich auch nochmal einen Stress trinken, was du nicht kennst. Und was? Ein Stress. Was ist denn ein Stress? Das ist sehr dann. Gut, in diesem Sinne, also wir waren beim Spuk im Hochhaus. Kannst du mich bitte dafür loben, dass ich es jetzt richtig gemacht habe? Sehr gut. Genau. Und ich habe mir 7 Folgen angeguckt. Ich dachte, es wäre auch nur 7. Waren es dann 7, genau. Und dann habe ich dir auch eben entsprechend 7 gegeben. Wie möchtest du es machen? Möchtest du erst deine Gedanken, soll ich meine Gedanken mal dazu äußern? Du hast mir jetzt leider, ich bin ja jetzt eigentlich sogar im Vorteil. Zum einen, ich habe mich vorbereitet. Mhm. Ja? Zum zweiten, ich habe mir Notizen gemacht. Ja, ich nicht. Zum dritten, ich habe beides nochmal geguckt. Ich nicht. Ja, offensichtlich. Ja. deswegen werden wir mal schauen, ob du heute überhaupt noch irgendwas dazu beitragen kannst. Das ist vollkommen okay. Notfalls nicke ich immer nur an. Damit ihr aber alle wisst, wovon wir reden, ja. Haben wir mal einen Trailer. Richtig, und zwar von beidem. Ja. Haben wir Trailer vorbereitet. Machen wir mal Spuk im Hochhaus-Trailer. Fangen wir mal damit an. Alles dann sage ich ein bisschen was dazu, was mir so aufgefallen ist. Dann können wir den Pumuckl besprechen und danach machen wir so unser Fazit. Dann fangen wir mal mit dem Spuk an. Da ist die Qualität ein bisschen schlechter, weil man da den Trailer tatsächlich nicht in besonders gut findet im Netz. Aber der dauert grob 1,5 Minuten. Dann sind wir wieder da. Viel Spaß mit dem Trailer von Spuk im Hochhaus. Die bösen Karten zahlt ihr teuer. Ehe nicht 200 Jahre schwinden, sollt keine Huh im Grab ihr finden. Erlösung kann euch nur geraten, vollbringt ihr 7 gute Taten. Solch seltsame Höhle haben wir noch nie gespuckt. Oh.
sollten meinen Denkzettel verpassen. Mich dünkt, das wäre eine gute Tat. Hast du gehört? Schalt mal aus! Schafft mir das mutige Geschirr vom Hals! Und denkt daran, der böse Wolf geht um. Musst erst deine Pfote zeigen. Hier ist er. August, zieh dir was über, sonst glauben die Leute, du bist ein Gespenst. Na, bin ich eins oder bin ich keins? Ach, August, wie gern wäre ich noch ein bisschen geblieben. Was weiß ich jetzt? Gekommt ist gekommt. Und trotzdem glaube ich nicht an Gespenster. Und da sind wir wieder. Das war der Trailer von Spuk im Hochhaus. Also ich weiß nicht, ob es damals überhaupt einen Trailer gab. Der ist auf jeden Fall nachträglich, dann habt ihr gesehen, für die DVD-Veröffentlichung gemacht worden. Und ich muss einfach sagen, wenn ich die Musik höre, wenn ich Heinz Rennhack und Katja Parilla höre, ich möchte das einfach sofort wieder gucken. Ich kann es gar nicht anders sagen. Wahrscheinlich jetzt, wo ich die DVDs wieder habe, werde ich das auch einfach sofort wieder gucken. Wie ging es dir denn damit? Also so, allgemein. Genau, also ganz kurz für all die, noch nicht wissen, worum es ging, weil es jetzt in dem Trailer auch nicht so ganz klar wurde. Ja. So, also Jette und August Deibelschmidt, die haben also eine Kaschemme, eine Schenke im Wald am Rande von Berlin. Und ihr Geschäftsmodell besteht darin, dass sie halt die Menschen, die dort zu Gast sind, halt betäuben mit K.O.-Tropfen, ja, ganz in Rammstein-Manier und die dann eben, jetzt wird das. Heikles Thema. haben wir nicht gesagt, gerüchteweise soll es so sein. Sagt man, kolportiert man. Und dann eben ihre Gäste betrunken machen und sie nicht umbringen, sondern nur betrunken machen, ausrauben und irgendwo im Wald wieder aussetzen. Ja. So. Also dazu gesagt, 200 Jahre bevor die 200 Jahre, ganz vor genau. 200 Jahren. Dann geraten sie aber irgendwann an einen Kommissarius, ich habe seinen Namen vergessen, Friedrich oder wie er heißt, und mit dem der weiß schon, was er sich einlässt, entsteht ein Handgemenge, die Scheune brennt ab, der Kommissarius stirbt und die beiden sterben auch, nicht bevor der Kommissarius sie noch verflucht hat, dass sie für die bösen Zarten zahlt ihr teuer, so fahrt dahin mit Rauch und Feuer. Eh nicht 200 Jahre schwinden, sollt ihr keine Ruhe im Grab ihr finden. Erlösung kann euch nur geraten, vollbringt ihr 7 gute Taten. Ja. So. Und damit wäre eigentlich schon mehr oder weniger alles Satz. 200 Jahre später wachen die an der gleichen Stelle wieder auf. Dummerweise steht da jetzt halt eine Platte. Genau. So. Und dann hat man jetzt 7 Folgen, in denen sie natürlich, wie schon zu erwarten war, in jeder Folge eine gute Tat machen. Es gibt dann auch einen Nachfolger dieses Kommissarius, von dem ich, aber da denke ich wahrscheinlich schon im Serienuniversum der 2000er oder von heute, von dem ich dachte, mit dem gibt's noch einen Twist. Ja. Gab es aber nicht. Ja. Heutzutage wird es noch... Kommissarius, ich weiß es nicht, ich lese nur gerade, ja. Kommissarius Friedrich Wilhelm Licht. Genau. Wow. Und der Urenkel von dem, der weiß, wer die sind, ja, und kann die Geister, also die Geister kann jeder sehen und so weiter, und dann spuken die halt im Haus rum und versuchen, gute Taten zu machen. Ja. Mein Twist bei dem Kommissarius wäre gewesen, dass der auch ein Geist ist, aber das war er nicht. Also das war er dann definitiv. Also, erster Eindruck, ganz ehrlich, ich habe mich ein bisschen wider erwarten, gut unterhalten gefühlt, ja, weil die Geschichten, es geht ja nur 20, 25 Minuten eine Folge, weil die aber nicht nur, also die waren aus zeitgeschichtlichen Gründen natürlich sehr interessant und weil es so einen schönen Einblick ins DDR-Leben gab, auf das wir das gleich noch zu sprechen kommen, also du weißt, dann sprechen wir nicht drüber, weil wir machen das in diesem Podcast, in diesem Stream anders, weil die Geschichten einfach nett, harmlos und schön und nicht dumm waren. Mhm. Sie haben dich nicht völlig verblöd verkauft irgendwie. Ich war überraschend viel Systemkritik drin, wo du mir vielleicht sagen kannst, wie das durch die Zensur gegangen ist. Also bei 2, 3 Stellen frage ich mich ernsthaft. Okay, die musst du mir tatsächlich genau benennen, da, weil die habe ich nicht mehr so präsent. Bin ich wirklich so gespannt, wie die durchgegangen sind. Und ansonsten war es eine nette Kindersendung, die
durchaus eine kleine Moral hat, ohne mit der Moralkeule um die Ecke zu kommen. Das fand ich sehr angenehm. Ja. Das heißt, die müssen natürlich eine gute Tat machen und ganz ehrlich, sie versuchen es am Anfang auch, sich so ein bisschen durchzuschwänzen, indem sie halt irgendwie einfach nur mal den Müll rausbringen oder sowas. Und das dann nicht klappt. Ein paar Sachen sind mir so ein bisschen aufgefallen, aber das war so mein, also ich habe eine gute Zeit gehabt, ich habe das an zwei Nachmittagen durchgeguckt, habe mich definitiv nicht gelangweilt und was ich wirklich großartig fand, ich habe es im Trailer ja schon gehört, ist die Musik. Ja. Also die Musik fand ich, den fand ich großartig, den Titelsong finde ich super. Ja. Der ist richtig so catchy und so, der ist echt gut. Ist wirklich gut. Sehr schön. Also habe ich dich nicht gequält. Das freut mich schon mal. Das freut mich schon mal. Jetzt bin ich ja natürlich grundsätzlich sehr neugierig auf diese systemkritischen Momente. Aber ich würde einfach mal sagen, bevor wir dazu kommen, wie ging es dir denn so von dem Schauspielerischen her? Weil es ist ja schon auch sehr speziell. Es ist ja natürlich für Kinder. Aber es hat auch sehr viel, ich sag mal, den Ostschauspielcharme. Gerade so in den reinen Erwachsenen-Szenen. So was den Hausmeister betrifft und so weiter und so fort. Wie ging es dir damit? War das etwas, wo du ein bisschen gefremdelt hast? Oder ist das auch, wo du sagst, so nö? Ich überlege gerade, was du mit Ostschauspielcharme meinst. Kannst du das noch ein bisschen weiter ausführen? Weil es ist mir, also mir sind, vielleicht werfe ich es jetzt halt auch mit den Tschechen in einen Topf. Ja. Wobei, die waren ja synchronisiert. Aber wenn die im Osten synchronisiert wurden, was durchaus sein kann, dann haben ja die Ost-Synchronsprecher vielleicht auch, ihr habt ja auch tschechische Serien gehabt. Ja, natürlich. Dann sind die hundertprozentig im Osten synchronisiert worden. ZDF hat die als so synchronisiert eingekauft, ganz sicher. Von daher ist mir vielleicht dieser Sprachduktus jetzt auch nicht völlig fremd. Das kann sein, dass du das meinst. Das war natürlich an manchen Stellen schon ein bisschen... bisschen gestelzt, wenn du das meinst. Ja. Ich fand es interessant, dass man doch ziemlich krass mit Dialekten spielt. Das hast du außerhalb von bayerischen Kinderserien de facto in Deutschland nicht. Ja. Ist nicht. Wobei das ja tatsächlich auch sehr bewusst in dieser Serie auch als erzählerisches Mittel eingesetzt wird. Ne? Gerade mit dem Kind, was aus Sachsen kommt, mit der Bämme. Oh ja, die Bämme hatte ich mir auch notiert. Ne, mit der Bämme, da wird ja ganz bewusst damit gespielt, dass der fremde Dialekt jetzt in der Großstadt. Das ist aber tatsächlich auch... Der Oberförster Erzgebirge hatte ich mir da notiert. Genau, mit der Bämme und die Ulrike. Genau, die Ulrike. Ich habe tatsächlich bei der ein oder anderen Schauspielerin dann nochmal geguckt, ob die noch was machen. Aber da ist jetzt kein großer Star hervorgegangen. Nee, also tatsächlich, du hast Heinz Rennhack, das war zu DDR-Zeiten ein sehr bekannter. Ich weiß gar nicht, ob der noch irgendwas macht. Okay. Leben dürfte er noch, wir können mal ganz kurz nachgucken, aber er müsste auch schon ziemlich alt sein. 1937, aber er lebt noch. Ich habe keine Ahnung, ob er noch was macht, aber das war ein ziemlich bekannter Name zu DDR-Zeiten. Den habe ich auch sehr, sehr gerne gesehen. Natürlich bedingt durch Spuk im Hochhaus, weil das war meine bewusst erste Begegnung mit Heinz Rennhack. Den habe ich geliebt. Der hat auch, wenn ich mich nicht irre, hat er auch mal irgendein Lied gemacht. Das kriege ich aber nicht mehr hin. Ob das stimmt, das weiß ich nicht. Katja Paryla, das ist, glaube ich, die noch mit die größte Karriere gemacht hat, aber gar nicht als Schauspielerin, sondern Katja Paryla war eine sehr, sehr gefragte Theaterregisseurin. Okay. Die ist aber vor ein paar Jahren gestorben. Aber eine sehr, sehr gefragte Theaterregisseurin, hat viele, viele tolle, bekannte Inszenierungen gemacht, also in der Theaterwelt bekannte Inszenierungen gemacht und war da sehr, sehr, sehr beliebt auch. Stefan Lisewski, das ist der den Hausmeister gespielt hat. Ja. Der ist vor ein oder zwei Jahren ist der gestorben. Das war, glaube ich, der schauspielerisch noch die größte Laufbahn gemacht hat, der auch hinterher noch im Westen auch noch sehr aktiv war. Okay. Ein bekanntes Charaktergesicht eigentlich gewesen ist Stefan Lisewski. Man würde sagen, im klassischen Sinne so ein Nebendarsteller, so ein Charakternebendarsteller. Wann hast du das geguckt? Das weiß Wann ich nicht. Wann kam das im Fernsehen? Oh, das Uhr nachmittags, abends, morgens. Das kam garantiert, habe ich das. Also die Erstausstrahlung war am 25. Dezember 82 auf DDR 1. Da bin ich sicher, dass ich es noch nicht gesehen habe, weil da war ich zwei Jahre. DDR 1,5 oder was? Nee, ich glaube, es gab irgendwann noch DDR 2. Aber ob zu dem Zeitpunkt schon, das weiß ich nicht. Dafür war ich einfach zu klein mit zwei Jahren, keine Erinnerung dran. Okay, wann hast du das dann zum ersten Mal gesehen? Ich kann ja nicht in der Westwiederholung gewesen sein. Nein. Kam definitiv zu DDR-Zeiten. Doch, das lief im Westen. Aber MDR, dann, oder RBB und so, definitiv. Ich würde mal vermuten, so um 86 rum bestimmt, weil es kam ja dann, ich glaube 87 kam der nächste Spuk raus, Spuk von draußen.
Und bis dahin lief das jeden Sommer, möchte ich darauf wetten. Ich kann nicht die Hand auf ins Feuer legen, aber möchte ich darauf wetten, dass das mindestens jeden Sommer als Sommerprogramm für die Kinder lief, weil in den Sommerferien lief im DDR-Fernsehen immer spezielles Kinderprogramm. Da gab's so mach's mit, mach's nach, mach's besser und so weiter, so solche Sendungen. Und da lief auch garantiert Spuk im Hochhaus, beziehungsweise der Vorgänger Spuk von draußen. Mhm. Das lief regelmäßig und damit hatten wir Kinderspaß. Also ich würde vermuten, 5, 6 Jahre alt war ich, als ich das erste Mal gesehen habe. Mhm. Also was mir aufgefallen ist, so grundsätzlich, also erstmal, die ersten 15 Minuten haben wir überhaupt nicht gesprochen. Mhm. Da habe ich schon gewusst. So na gut, da wird ja aber auch der Rückblick erzählt. Ja, genau, richtig. Ja. Da kommt also eine Off-Stimme und erzählt dann erstmal. Genau, was Katrin schreibt, stimmt, zu Weihnachten kommt es heute auch oft. Ah ja, okay. Das ist einfach ein Kultklassiker. Mittlerweile gibt es das auch als Theaterstück. 2013, 14 gab es in einem Theater in Berlin tatsächlich eine Theateraufführung davon. Mhm. Was auch immer, glaube ich, typisch ist, und das müsste mir beim Pumuckl sicherlich auch sagen, in Kinderserien aus dieser Zeit wird halt immer gesoffen. Ja. Also Alkohol ist wirklich, und das ist mir auch beim Pumuckl, deswegen habe ich dir ja beim Pumuckl aufgefallen, deswegen habe ich dir aber auch durchaus bewusst die Folgen rausgesucht, wo ich wusste, dass auf jeden Fall Alkohol getrunken wird. Ja. Nicht, dass in den anderen nicht auch, aber bei denen wusste ich es explizit, dass da getrunken wird. Ja. Und zwar schamlos und ohne Grenzen. Also praktisch hier wie in diesem Thema. Alkohol und auch Rauchen. Ne? Und Rauch. Ja. Wobei ich da gar nicht mehr weiß, ob so viel geraucht wird im Hochhaus, glaube ich nicht. In der Kneipe, glaube ich, genau. Aber bei Pumuckl wird ja auch gnadenlos geraucht. Ja, absolut. Absolut. Wird immer gesoffen. Ich habe mal so ein paar Sachen, die frage ich dich einfach mal so ein bisschen, die mir so aufgefallen sind. Also erstens, in der ersten Folge gleich, da gibt's also eine Familie, der Vater ist Klempner und arbeitet nebenher noch schwarz. Ja, das war normal. Zumindest so wird es so impliziert. Ja, es wird nicht ausgesprochen, aber impliziert. Der hat einen zweiten Job, ja. Das genau. War normal, hatte mein Vater auch. Aber okay. Das ist gar nicht mal schwarz, das ist tatsächlich sogar, das war so. Okay, fertig. Okay. Ja, man hatte auf Arbeit selber nicht so viel zu tun, weil es hatte ja jeder einen Job und dementsprechend hat man da größtenteils rumgesessen, weil so viel gab es nicht. Mhm. Also will ich einfach mal, mein Vater war Elektriker. Ja. Zu DDR-Zeiten sogar Elektrikermeister. Der Meistertitel wurde ihm nach der Wende aberkannt, weil einfach alle bekloppt. Aber großer Fehler, by the way. Definitiv großer Fehler. War auch völlig unnötig, weil mein Vater hat einen ganz regulären Meister gemacht, der einfach nicht anerkannt wurde. Ja. Und wie lief das ab? Mein Vater hat für das Synthesewerk gearbeitet, das ist jetzt das BASF. Mhm. Die hatten, blöd gesagt, 20 Elektriker pro Schicht da. Ja, war ja Vollbeschäftigung. So, aber effektiv gab es Arbeit für 5. Arbeit für 3, wenn es hochkam. Mhm. Mhm. So. Dementsprechend haben die da gesessen, haben Skat gespielt, haben gesoffen und haben irgendwelche dämlichen Spiele gemacht. So, und fertig. Und dementsprechend war mein Vater auch nicht besonders ausgelastet. Kam auch öfters mal betrunken nach Hause. So, das war halt so. dementsprechend gab es ein zweites Einkommen. Ich weiß, da gab es sogar einen festen Begriff für und ich habe ihn vergessen. Wenn das noch jemand weiß, schreibt das mal rein. Es gab einen zweiten Begriff für dieses zweite Einkommen. Okay. Ich habe ihn vergessen. Aber mein Vater hat das auch gemacht und ich weiß so, ich würde sogar noch dahin finden, wo er gearbeitet hat. Mhm. Ich könnte dir nicht mehr sagen, was es war, was er da gemacht hat. Das weiß ich nicht mehr. Aber mein Vater hatte eine Zeit lang auch so ein zweites Einkommen, wo er gearbeitet hat. Ja. Okay. Also der Klempner, die Ehe ist so ein bisschen im Krisel, weil er halt nebenher noch ein bisschen sein zweites Einkommen hat. Und dann dann geht der Wasserhahn kaputt und die alles wird unter Wasser gesetzt. Die machen ihn kaputt. Die machen ihn kaputt. Ist der Versuch ihrer guten Tat. Wir sorgen für Chaos, dann findet die Familie wieder zusammen. Genau, richtig. So ganz genau. Das war so der brillante. Genau, so der Sinn der Sache. Und alles wird dann im Grunde genommen überflutet. Was mir so aufgefallen ist, also zum einen erstmal war ganz groß dieser Schauspielcharakter, also der Schauspielercharakter, der drin war, der Mickey mit Mickey Funk, Felix Mickey Funk war sein Name, mit einer Herrenhandtasche und einem ganz flamboyanten Hemd, ja, der dann später noch an der Hammond-Orgel saß und bei der Gangparty weil man so, man, also der, ich, in diese Folge hat sich dadurch ausgezeichnet, dass man, glaube ich, zeigen wollte, wie man so
im der sozialistischen Hausgemeinschaft zusammenhält. Ja, 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 definitiv. Das war, glaube ich, so der Sinn, der da mit transportiert. Wir halten alle zusammen, wir arbeiten alle zusammen. Also die Wohnung ist überflutet und so weiter und dann kommen alle zusammen. Du hast ja auch, wenn ich mich recht erinnere, diesen wunderbaren Moment, wo sie dann auf dieser Treppe sitzen, der Hausmeister und ein paar andere und so. Genau. Also ich bin übrigens Autoschlosser, wenn mir irgendwas braucht, ich kann euch helfen. Exakt. Ach, der ist Autoschlosser. Ja. So wie das auch funktioniert hat. Ich habe Steine, aber kein Beton. Ich habe Beton, aber keine Steine. Ja, super. Du kriegst die Hälfte von meinem Beton, du kriegst die Hälfte von meinem Stein, können wir beide eine Mauer bauen. Ja. Also Mauer ist jetzt vielleicht das schlechte Beispiel im Zusammenhang mit der DDR, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, genau. Dann gab es dann nämlich so ein Etagenfest. Das ist mir schon so aufgefallen. Ja. Und was auch eine Konstante ist in beiden Serien, ist, dass die Erwachsenen grundsätzlich der Meinung sind, dass die Bengels die Kinder mal übers Knie gelegt werden sollten. Das hast du jetzt in den Pumuckl-Folgen nicht so gesehen, weil ich dir jetzt welche rausgesucht habe. Nee, ganz im Gegenteil. Oder war das da auch so? Ja, Pumuckl macht Ferien. Das stimmt. Die, ja, der Storchi und der Wiggerl. Der Storchi und der Wiggerl. Ja, an den Haaren gezogen und zum Schluss rennt die Mutter mit dem Ausklopper über das ganze Feld hinterher. Genau. Ich habe ich ganz vergessen. Der Storchi und der Wiggerl. Richtig, genau. Die kriegen also ich glaube, Schläge waren in Ost und West zu der Zeit noch relativ angesagt. Ja, absolut, absolut. Ich sehr, sehr, sehr glücklicherweise nicht in meiner Familie. Halleluja. Wie war es bei dir? Nee, ich habe es noch gekriegt. Okay, gut. Nein, bei uns nicht. Nein, ich hab's noch gekriegt. Was ich mich gefragt, also zum ersten, dann gibt's einen, also es gibt skurrile wiederkehrende Charaktere in der Serie. Ja. Es gibt einen, und da dachte ich zuerst, es ist einer von der NVA, aber der kommt von der Reichsbahn. Ja, der immer, es ist 22:15 Uhr und sie sind immer noch laut. Genau. Da ich aber die Uniform nicht erkannt habe, wusste ich nicht, woher der jetzt ist. Ich dachte erst, der wäre Luftwaffe oder irgendwie sowas. Aber das war das Reichsbahnabzeichen. Ja. Okay. Der ist mir, ist auch lustig, dieses Klischee mit der Bahn und der Pünktlichkeit. Ja, ne? Ja, genau. Und er schläft auch inmitten seiner Modelleisenbahn. Ja. Ja, also er hat seine Modelleisenbahn um sein Bett rumgebaut und seine Wand ist voll mit Fahrplänen aushängen. Mhm. Ja, genau. Er lebt für seinen Job. Er lebt für seinen Job, ganz genau. Der war auch der Einzige, der de facto was zu tun hatte, denn der Hausmeister, der auch eine wiederkehrende Person ist, der hat jetzt auch nie so viel zu tun gehabt in dem Haus. Definitiv. Er hat nämlich seine Frau sehr viel machen lassen. Was ich mich allerdings gefragt habe, und da war ich mir nicht sicher, ob das die Rolle des Herrn, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, des Egon Zappe war, mit von Hilmar Baumann gespielt, sollte das der Blockwart sein? Es gab immer einen, der hat so ab und zu mal, der hat diese Versammlungen einberufen und war auch dann der Vorsitzende. Ich habe den Blockwart vermisst. Oder gab's den da gar nicht mehr? Oh, das kann ich dir tatsächlich überhaupt nicht beantworten. Okay. Das weiß ich nicht. Dafür war ich zu klein, ob es sowas gab. Also ich weiß, meiner Meinung nach gab's das, wo man immer eintragen musste, wer gekommen ist und wer gegangen ist. Irgendwer hat das immer gemacht, wer Besuch hatte und so weiter. Da würde ich aber eher sagen, das war der Stasi-Spitze. Ja, natürlich war das. Ja, aber das war auch eine offizielle Funktion. Also hier sind ja ostdeutsche Mitbürger da drin. Also bei uns wurde nicht. Habe ich das falsch in Erinnerung? Aber meiner Meinung nach gab es in solchen, die man im Block war, der notiert hat, wann, wie, wo, wer, wie. Also ich weiß nicht, wie das. Ganz offiziell im Blockhaus. Also wie das in so einer klassischen Platte war, weiß ich nicht. Kann ich hier einschätzen, da ich das selber nicht gelebt habe. Ich bin groß geworden in so einem Plattenbau, der 4 Stöcke hoch war. Okay. 5 Eingänge in jedem Eingang, 8 Parteien. Okay. So, und man kannte das ganze Haus, man kannte auch das ganze Nachbarhaus und so. Man hat da auch gemeinsam Feiern gefeiert und so weiter. Das kannte ich und jeder hat jedem ausgeholfen etc. pp. Dass da Buch geführt wurde, wann wo Besuch ankam und so, das wäre mir neu. Also ich kann mich auch irren, vielleicht verwechsel ich mit dem Dritten Reich oder sowas. Ich meine, es wäre ein DDR-Ausdruck gewesen, aber wie gesagt, ich kann mich auch irren. Okay, Ich behaupte, da irrst du dich, weil das wäre, glaube ich, tatsächlich ein bisschen zu viel offensichtliche Kontrolle gewesen. Okay, gibt es einen Charakter, den man, wenn man den kulturellen Hintergrund hat, eindeutig als Stasi-Charakter hätte identifizieren können? Da haben die so einen Stasi-Charakter reingemogelt. Also natürlich ist es, der am verdächtigsten ist, ist natürlich der Bahnmitarbeiter. Mhm. Vollkommen klar, durch sein überkorrektes und so und Regeln müssen eingehalten werden und so weiter und so fort. Das Ding ist ja aber, also die Erfahrung, die ich gemacht habe noch mit dem, was ich später erfahren habe, wer von den Leuten, die ich kannte, in der Stasi war, das waren halt eigentlich die Unauffälligen, mit denen man nicht gerechnet hat.
die in der Stasi waren. Also was man wusste, zum Beispiel bei uns einfach, schlichtweg in unserem Eingang, ich weiß nicht mehr, ob im gesamten Block, aber in unserem Eingang hatte eine Familie Telefon. Mhm. Deren Namen sage ich jetzt nicht, eine Familie hatte Telefon. Das heißt, wenn wir telefonieren wollten, dann mussten wir zu dieser Familie gehen, mussten sagen, hallo, wir würden gerne mal bei Oma und Opa anrufen. Meine Großeltern hatten selber Telefon, weil mein Opa war ABV, Polizist. Das heißt, er musste Telefon haben. Das heißt, wir mussten zu der Familie runtergehen und dort anrufen. Und da war es klar, die sind auch Wartburg gefahren, ja. Das war vollkommen klar. Diese Familie, kinderlos und so, ne, in Pärchen, die sind in der Stasi. Das war klar. Und das hat sich auch später bestätigt. Okay. Das wusste aber der gesamte Block. Okay. Einfach dadurch, dass die Telefon- und Wartburg-Karten war klar, Stasi. Aber ich als Kind bin mit dieser Familie auch super klar gekommen. Also das waren meine Lieblingsnachbarn. Mhm. Tatsächlich. Dann könnte ich mir fast vorstellen, dass es der Hausmeister war, weil der hat den meisten Kontakt zu allen. Und Telefon, ja. Ob das er dann noch sagt, Beziehungen. Mhm. Da kommen welche rein und sagen, du hast Telefon, Beziehungen. Mhm. Ja, sagt er dann. Und er fährt einen Lada 1300. Der geht ab. Stasi. Ja. So, ganz okay. Eindeutig Stasi. Aber rein vom Verhalten her natürlich der Unverdächtigste. Weil er halt eigentlich relativ freundlich ist und so. Ne? Aber es liegt insofern auch nahe, weil der Hausmeister natürlich derjenige ist, der den meisten Kontakt zu allen hat und am meisten mitkriegt. Mhm. Von daher, ne, es ist, dass der Hausmeister bei dir klingelt und sagt, Mensch, ich müsste mal gucken, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist. Da sagt niemand was. Wenn irgendein Nachbar klingelt und sagt, Mensch, ich müsste mal in ihre Wohnung gucken, ob alles in Ordnung ist. Dann sagst du, was willst du bei mir, du Arschloch? Ne? Von daher ist der Hausmeister eigentlich prädestiniert dafür. Ja, klar. Aber ich könnte mich jetzt auch nicht erinnern, dass sie es in dieser Serie offensichtlich untergebracht haben. Also ich habe, okay, also, nicht. Ja, wie gesagt, nicht, also subtil untergebracht, das wäre korrekter gewesen. Ja. Halt für den Wissenden, ja. Fürs Kind nicht, aber für den Wissen. Ich hatte zuerst den Klempner aus der ersten Folge im Verdacht, weil der hatte nämlich Farbfernseher und Auto. Da hatte ich mir noch nämlich notiert, okay, ein Klempner hat einen Farbfernseher und ein Auto. 82, da ist der Trabant ja gerade mal erst gebaut worden, so ungefähr, und du hast 18 Jahre drauf warten müssen oder so. Also. Nee. Ist das so eine Urban Legend mit dem 18 Jahre warten? Nee. Also die besten war so, du hast praktisch deinem Kind ein Auto gekauft, damit es ins 18 ist, den Trabant kriegt. So ungefähr. So ungefähr, ja. 12 bis 15 Jahre, so grob. Das Ding war aber, also ich weiß gar nicht mehr, wann meine Eltern sich das erste Auto gekauft haben, aber das war halt nicht ihr eigenes, sie haben es von jemandem abgekauft, weil du hast dann halt die Autos weitergegeben. Du hast es dann halt weitergegeben, weil gut, wenn alle 10 Jahre die Neuerung war, dass jetzt mal eine Kraftstoffanzeige drin ist. Du konntest die ja auch relativ easy reparieren. Ja. Ne? Das war ja total übersichtlich, so ein Trabi. Das heißt, du musstest ja in die Werkstatt, hat jeder für sich selber repariert, weil es war klar, auch das Teil ist zerbrochen. So viel gab es da drin ja nicht. Mhm. Dann hast du es halt ersetzt oder irgendwie geflickt. Und dementsprechend haben die Dinge eigentlich auch lange gehalten und die wurden dann einfach weitergegeben. Also ich weiß, das erste Auto, was meine Eltern hatten, das haben sie quasi meinen Großeltern abgekauft. Mhm. Weil meine Großeltern dann schon einen neuen hatten. Ja. Also 18 Jahre ist eigentlich zu lang. Das ist durch dieses, man kauft zur Geburt das Auto, das ist durch dieses Gerücht entstanden. 12 bis 15 ist so das, okay, was ich kenne. Mhm. Ja. Aber es hat auch nicht geschadet, zur Geburt das Auto zu bestellen, dann hast du es halt 3 Jahre selber gefahren, bis es an dein Kind weitergegeben hast. Dann habe ich mir. Ich war übrigens sehr überrascht. Ja. Ich war jetzt an die erste Juliwoche im Urlaub in der Ostsee. Ja. Also nicht in der Ostsee, sondern an der Ostsee. Mhm. Ich war auch in der Ostsee, aber nicht die ganze Zeit. Sehr überrascht dann doch auch noch, wie viele Trabis da noch rumfahren. Fand ich irgendwie schön. Okay. Hat mich irgendwie gefreut. Ah, schön. Ja. Fand ich witzig, dass das Wort Ratzefummel hatten wir in der Grundschule auch. Ja, der Ratzefummel für ein Radiergummi. Genau, für ein Radiergummi. Ja. Allerdings, was ich nicht weiß, ist, was ist eine Meiseltritsch? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Okay. Eine Meiseltritsch. Meiseltritsch, ja. Ich habe nicht den Namen, keine Ahnung. In welchem Zusammenhang wird das gesagt? Das weiß ich nicht. Ich glaube, entweder ist es irgendein Ausspruch, was die Ostulrike ruft oder so irgendwas. Ja. Was Sächsisches, das geht. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Meiseltritsch. Ja. Die Sachsen-Ulrike. Ja. Wo der Vater dann sagt, aber Kind, die Sachsen haben besonders harte Schädel. Meiseltritsch. Sagt mir überhaupt nichts. Meiseltritsch, nie gehört. Okay. Vielleicht weiß es ja. Also wahrscheinlich in der Serie gehört. Aber ja, klar. Völlig vergessen. Ja, weil falls jemand hier von euch da im Chat weiß, was Meiseltritsch heißt, her damit, weil keine Ahnung. Ein paar Sachen habe ich dann bei ihr verbringen wir sehr viel Zeit im Zimmer. Sie hatte ein Lollig- und Bollig-Poster.
war so eine Serie, die kam bei uns auch, beziehungsweise ich habe sie als Lollig und Bollig abgespeichert. Sie heißt immer Bollig und Lollig, sag ich umgekehrt. Ja, ich sage mal so, ich bin nicht ganz unvorbereitet. Mhm. Wenn wir mit diesen Serien durch sind, kommen wir vielleicht noch zu ein bisschen was du noch nicht entdeckt hast, was aber die ganze Zeit neben mir liegt. Ah ja, okay. Was ich jetzt aber damit erfahren kann. Ich habe ein paar typische Kindersüßigkeiten mitgebracht, die es aus meiner Kindheit gab. Das kenne ich aber auch noch vor der Wende. Und ich dachte einfach, ich bring's mal mit. Fritt, wer kennt nicht noch Fritt? Ja. Und ich habe einfach zum Vergleich Mamba und Mao am. Mamba war, glaube ich, immer die Billo-Version von Mao am. Ich bin mir gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Und die Dinger habe ich schon immer gehasst. Weißt du, was ich auch noch hasse, ist die. Kennt ihr diese Schokoplättchen mit den Zuckerkrümeln drauf? Weißt du, was ich auch hasse? Diese Schokoladen, also Spiegelei, also wo so ein durchgeschnittenes Ei angedeutet wird. Du meinst Hallorenkugeln? Nee, weil ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Es einfach sieht aus wie ein Ei, aber es ist Schokolade und meine Oma hat das immer. Aber dann kommen. Oh ja, das ist schön. Ja, das bringe ich mit. Ich schätze mal, dir sagen, oder Jaffa-Kekse und Erfrischungsstäbchen, sind die dir bekannt? Nein. Perfekt. Also vielleicht, wenn ich es dann sehe, aber der Name sagt mir nichts. Auf jeden Fall habe ich ein paar Kindersüßigkeiten mitgebracht. Also ich nehme mir gerne ein Mao am, einen Block. Ich nehme mal ein paar Liebesperlen, weil ich hatte ewig keine Liebesperlen mehr. Ich gehe dann gleich nochmal zwei Armlängen auf Abstand. Nicht solche Liebesperlen. Fritt fand ich übrigens immer doof, ne? Ich auch. Fritt habe ich nur gekauft, als da mal Garfield-Aufkleber drin waren mit Sprüchen drin, die ich immer noch besitze, diese Garfield-Aufkleber. Und da habe ich mir Fritt gekauft, wie blöde. Ja. Aber nicht, weil ich es mochte, sondern nur, weil ich diese Garfield-Aufkleber haben wollte. Fritt war blöd. Garfield ist auch so ein Franchise, was tot ist, oder? Ja, die haben das ja mal mit dem Film wiederbelebt irgendwie, aber den fand nicht mehr ich als damals bekennender Garfield-Leser. Mhm. Und fand ich, hab mir nicht abgeholt, der Film. Vielleicht war auch Thomas Gottschalk als Synchronstimme für Garfield nicht die dollste Idee. Das wusste ich gar nicht mehr, dass er das gemacht hat. Mhm. Doch, glaub schon. Mhm. Ja. So, ein bisschen rausgerissen aus dem Thema, egal. Alles gut. Kindersüßigkeit. Mhm. Jetzt schmatzen wir natürlich. Also ne, was ich in den Westpaketen war bei uns immer Mamba drin und nicht Mao. Wir hatten immer Mamba im Westpaket. Deswegen hat mich dann verwirrt, als die Wende kam, dass im Fernsehen immer Werbung für Mao am lief, aber nie für Mamba. Das hat mich vollkommen verwirrt, weil die waren billiger. Wenn die nicht schon tot wären, würde ich ein ernstes Wort mit denen reden. Ihr habt wahrscheinlich auch Edusche gekriegt und keinen Chibo und schon gar keine Jakobskrönung. Ob Kaffee bei uns ankam, weiß ich nicht. Waren die Pakete geöffnet? Das ist möglich. Darauf habe ich als Kind nicht geachtet. Okay. Ach, kleine runde Orangenplätzchen. Ja, dann kenne ich die. Ja, okay. Mhm. Ja. Genau. So unverhofft soft, ja, das sagt mir was. You love it or hate it, es gibt nichts dazwischen. Also, das hatte ich mir notiert. Und dann, wie gesagt, Poster bei dem Schauspieler, bei dem Liebesperlen scheiße. Ja, deswegen eh die auch nicht. Bei dem Felix Mickey Funk, der halt auch so, einmal durchaus so homosexuelle Anwandlungen, aber man dichtet ihm zwar zwei Frauen immer an, aber er ist halt hundig. Ja? Hat tatsächlich überhaupt nicht vor Augen. Du wirst ihn vielleicht dann nochmal sehen. Mhm. Bei dem in der Wohnung war ein Pierre Richard-Poster. Mhm. Pierre Richard war eine große Nummer. Echt? Der große Blonde, ja, geliebt. Genau, von der große Blonde mit schwarzen Schuhen, das war das Poster da drin. Der große Blonde, also Pierre Richard, Louis de Funès natürlich, große Nummer, Bud Spencer, Terence Hill. Ach echt? Ja. Okay. Ach, schon. Hätte ich nicht gedacht, weil man sieht ja dann doch auch, also... Dass ein Bud Spencer und Terence Hill Western kommt, okay, von mir aus geschenkt, weil Western und bla, peng. Aber dass man dem Ostbürger die große weite Welt, zum Beispiel mit Paris, zeigt. Doch. Ja? Das konntest du gar nicht ganz verheimlichen. Okay. Das ging nicht und es war ja auch so, ich habe ja zum Beispiel auch im DDR-Kino E.T. gesehen. Das hast du erzählt, ja. Aber halt 4 Jahre danach oder so. Keine Ahnung. 87 oder 88, wenn ich den gesehen habe. Also von daher, Das konntest du schon sehen, das konntest du auch gar nicht so extremst verheimlichen. Du hättest ja nicht nur DDR-Sachen zeigen können, um Gottes Willen. Ja, ich dachte, ja gut, dann halt Russensachen und keine Ahnung. Um Gottes Willen, nein, dafür war davon irgendwelche Sowjet-Sachen oder so. Und ne, Phantomas habe ich geliebt als Kind. Okay. Geliebt. Aber Pierre Richard war tatsächlich so einer unserer Lieblinge.
Was zum Beispiel gar nicht, was es zum Beispiel nicht gab, was ich erst nach der DDR entdeckt habe, oder unsere Familie erst nach der DDR, war so viel Police Academy, was ja auch ein bisschen in diese Humorrichtung geht und so. Das gibt's nicht, also ich sag, das habe ich jetzt amerikanisch. Ich wollte gerade sagen, ich sag mal so klassisch amerikanisch. Da wüsste ich jetzt nicht, aber Pierre Richard und so ist ja auch europäisch. Ja. Hat ja durchaus auch hin und wieder mal ein bisschen Kapitalismuskritik drin und so ein bisschen versteckter Amerikanismuskritik und so. Von daher, das passt schon, das passt schon. Ah ja, okay, verstehe. Das ist, glaube ich, mein erstes Mamba seit 20 Jahren oder also so. Bei mir ist auch das erste Mao haben seit, keine Ahnung, was, schon Ewigkeiten her. Es ist schon süß. Dann kurzärmelige Uniformen. Ist das widerlich. Ja, kurzärmelige Unihemden sind auf jeden Fall ein Ding gewesen, aber das sind ja bei Rentnern heute auch noch ein Ding. Aber hier, es gibt die eine Folge, wo die zwei Frauen sich streiten. Und dann die Geister sie im... Mit der Hundekacke und so. Ja, genau. Mhm. Also die sich übelste Streiche spielen. Mhm. Also mit Hundekacke anzünden. Und zwei so Nachbarinnen, die wo der Nachbarschaftsstreit richtig eskaliert. Genau. Zum Beispiel Grazellen. Ja. Genau. Und die zwei Geister lotsen sie dann in den Fahrstuhl und manipulieren den Fahrstuhl, dass sie aus dem Fahrstuhl nicht mehr raus können. Ja. Und dann müssen die sich halt über die Zeitachse, weil sie dann 5 Stunden eingesperrt sind, dann vertragen. So. Ja. Und dann fragt die eine die andere, ob sie einen Bonbon haben will. Dann sagt sie, ach, weiß ich nicht, nehmen sie, sind aus dem Westen. Nee, andersrum, sie sagt, ach, die sind aber gut, ja, sind aus dem Westen, sind Westbonbons. Da ist mir ja die Kinnlade runtergefallen. Da ist mir ernsthaft die Kinnlade. Also das so offen gesagt, oh, die sind aber lecker, ja, die sind aus dem Westen. Also dass das so offensichtlich reinkommt, das hätte ich nicht gedacht. Ich weiß natürlich nicht, dass das offenes Geheimnis war, Haken dran, aber dass das so offensichtlich drin ist. Ich weiß nicht, ob das für so ein Drehbuch auch so lief, aber es gibt, das wird von Songtiteln oder von Bands und so weiter, Musikern immer wieder erzählt, dass die, da gibt's ja auch, es gibt sehr viele DDR-Rocksongs und so weiter, die sehr, sehr kritisch sind, sehr, sehr kritisch dem System gegenüber. Und aber immer so verklausuliert oder sowas. Gar nicht mal so sehr. Ich will die Freiheit sehen. Ne, nach Süden möchte ich fliegen, so, ist so, jetzt so, nicht so. So verklausuliert. Ne? Ja gut, kann auch der Marathon gewesen sein. Ist jetzt nicht so, also da gab es wirklich einige echt offensichtliche Sachen und da gab es die Taktik, und ich vermute mal, dass sie das bei Drehbüchern auch gemacht haben, die Taktik, das, es kann sein, dass ich jetzt den falschen Begriff verwende, aber ich bin der Meinung, sie nannten es den rosa Elefanten. Okay. Und zwar haben sie Texte geschrieben oder Sachen in ihre Texte reingeschrieben, die so offensichtlich krass waren und wo sie wussten, die werden rausgenommen, weil die sind so offensichtlich. Okay. Ne? Dadurch ist aber alles andere gar nicht mehr aufgefallen, weil sie haben halt das Signal dahin gesetzt. Das war so schlimm, dass danach so, die sind aus dem Osten, ja, die sind aus dem Westen, gar nicht mehr aufgefallen ist. Ne? So war so, ne, die sind also halb so schlimm, aber davor das hier, ne? Das ist ja so schlimm, das muss raus, das andere könnte lassen, halb so schlimm. Und ich vermute mal, dass sie so eine Taktik auch dafür gegangen sind, dass sie einfach rosa Elefanten reingesetzt haben, um diese Taktik da drin zu lassen. Okay. Alles andere würde mich wundern. Was mich auch gewundert hat, ist, wo im Vorspann der grüne Golf herkommt, der im Vorspann zu sehen ist. Na, Westbesucher. Ist doch vollkommen klar. Weil in jedem Fall steht dieser grüne Golf da und ich denke mir so, da hast du ja da keinen Golf bekommen, oder? Oder hast du so als... Ich wüsste nicht. Also Wartburg war schon Lada. Als Bonze vielleicht, ja, aber ich wüsste nicht. Keine Ahnung. Aber nicht, ne? Ja. Ich bin ja quasi Dorfkind, ne? So kleine Provinz, deswegen kann ich, Berlin ist ja immer schon speziell gewesen, deswegen kann ich Berlin nicht ganz einschätzen. Ich weiß nicht, inwiefern in Berlin viel an Westkarren auch rumgefahren ist. Bei uns definitiv nicht. Das Frauenbild war Lada, auch... Lada, Dacia, Wartburg. Ja, ja, ja. Also das Frauenbild war an manchen Stellen dann doch nicht so fortschrittlich, wie ich es ehrlich gesagt, wie es immer propagiert wurde. Da ist mir vor allem der Satz aufgefallen, man muss einer Frau ansehen, ob der Mann sie ernähren kann. Du hast ja gar nicht mehr auf dem Rücken. Man muss so der Frau ansehen, ob der Mann sie ernähren kann. Hat das ein älterer Mensch gesagt oder ein Junge? Ich glaube, die Oma, mit der sich verkracht hat. Aber das erklärt doch alles. Ja. Das erklärt doch alles. Dann ist es die alte Person gewesen. Ich glaube, die war das. Ja. Das würde passen zu der Oma, wo dann auch die Kinder da die Kette klauen und so, ne? Ja, alles klar. Hier, Oma, keine Ahnung, wie sie heißt. Ja. Die nette alte Dame. Ja, genau. Ja, genau. Und das ist übrigens auch eine bekanntere Schauspielerin gewesen zu DDR-Zeiten, die nette alte Dame. Ich muss mal hochscrollen, dann weiß ich's. Ich habe ihren Namen vergessen.
Oma Kroll. Käthe Reichel. Käthe Reichel, okay. Ja. Gut, was mehr als ich. Und dann das Letzte, was ich mir noch so ein bisschen notiert habe, war, es gibt ja eine Folge, da lassen sie sich als die Geister sich als Kellner anstellen in einem HO. Mhm. Wofür steht nochmal HO? Ich habe keine Ahnung. Okay. Was war denn das? Also der HO heißt Räuberklause mit Mittagspause. Mhm. Aber was ist denn steht HO? Nochmal HO? Was war denn HO? Das hättest du mich vorher fragen sollen, dann hätte ich es recherchiert. HO. Hier, lieber Chat, was und lustigerweise habe ich vor ein paar Jahren mit meiner Mutter darüber gesprochen. Sie waren übrigens nie im Konsum. Ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass es zumindest einmal im Konsum Handelsorganisation. Handelsorganisation, okay. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob das war in der juristischen Form des Volkseigentums geführtes staatliches Einzelhandelsunternehmen. Okay. Ja, nicht Homeoffice, nee, Handelsorganisation. Danke, Nita. Also da gab es eben dieses Restaurant Räuberklause und das war wirklich auch da wieder so, gut, es war halt Alltag, mhm. Warum sollte man es anders darstellen? Aber das ist ja was, das habe ich ja als Westkind ja überhaupt nicht verstanden, warum vor den Restaurants Schlangen waren, wenn doch drinnen gar keiner saß. Mhm. Und das wird hier auch dargestellt. Mhm. Also da ist dieses Restaurant Räuberklause mit Mittagspause. Also so Räuberklause mit Mittagspause. Und davor stehen die Leute, die Mittag essen wollen, aber der Laden hat zur Mittagspause, weil die Wirtsleute erstmal selber Mittag machen und selber essen. Ja. Und sehr üppig, wie man da sagen darf. Und fragen die Geister halt, wieso habt ihr denn zu und warum macht ihr denn nicht auf? Und dann erwähnt der Wirtsmann, ich könnte jetzt 18 Gründe nennen, warum die Gaststätte zu ist. Und ich glaube, das ist einfach nur ein dämlicher Spruch. Okay, weil den Satz habe ich nicht verstanden, ob das irgendwie so eine Anspielung auf irgendwas ist. Wüsste ich nicht. Okay. Wüsste ich nicht. Dafür bin ich dann auch zu spät geboren. Okay. Wüsste ich nicht, aber ich glaube, das ist einfach nur ein dämlicher Spruch. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Witz. Okay. Aber das war ja tatsächlich so, dass du einfach weit vorher buchen musstest oder wenn überhaupt. Ja, was heißt denn weit vorher buchen? Also erstmal, warum musste ich denn überhaupt anstehen? Wollten die Kellner sich nicht überarbeiten? Das war die Version, die mein Vater kolportiert hat, weil er keinen Bock zu arbeiten. Ja. Oder hatte man einfach nur 5 Bräuler und wenn 30 Gäste waren, dann das, das wäre jetzt meine Vermutung, aber die Antwort kann ich dir nicht nennen. Ich weiß es nicht. Aber das wäre auch meine Vermutung. Es gab einfach nur eine bestimmte Anzahl an Würstchen, die kann man ja nicht sofort rausnehmen. Aber ich glaube tatsächlich, das größte Problem ist einfach schlichtweg auch das, was Katrin gerade schreibt, weil sie es konnten. Weil es halt ging. Und fertig. Es war halt üblich und es wurde so gemacht und fertig, auch um ja, somit mit Mangel erzeugt man ja auch Begehr. Mhm. Und dementsprechend hast du auch... Also ich weiß, dass das für die Paketverwandtschaft, die wir da besucht haben, es war ein Big Deal, dass wir mit denen essen gegangen sind. Ja. Das war für die ein Riesending. Ich kann mich tatsächlich... Also ich weiß, dass wir zu DDR-Zeiten, wir waren essen, wenn wir im Urlaub waren. Mhm. Dann sind wir essen gegangen. Das war auch gar kein Problem, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir in unserer Heimat essen gegangen sind. Das wäre mir neu. Okay. Ich könnte dir nicht mal mehr sagen, wo es bei uns ein Restaurant gab oder sowas. Guck an. Es gab einen Eisladen, eine Eisdiele, ja. Die gibt es da auch tatsächlich immer noch. Nur nicht mehr derselbe Eigentümer. Aber ansonsten, ich kann mich an kein Essen erinnern, was wir... Witzigerweise kann ich mich an also wir waren bestimmt mehr als einmal in unserem DDR-Urlaub da essen, aber an zweimal kann ich mich absolut noch erinnern. Mhm. Das eine Mal war... Ich glaube, in Wartburg, auf der Wartburg. Auf der Wartburg, oder Wartburg ist über Eisenach. Genau, also in Eisenach. Ja. So rum. In Eisenach. Da haben wir irgendeine publische Paketverwandtschaft besucht. Vielleicht war es auch nur die Nichte von der Schwägerin, die irgendwann ein Paket gekriegt hat. Keine Ahnung. Ich habe nie ganz verstanden, wer das eigentlich ist. Es war, glaube ich, auch nie. Es waren, glaube ich, Menschen, die meiner Mutter und ihren Eltern auf der Flucht aus Schlesien geholfen haben. Mhm. Irgendwie so. Oder haben die mal übernachtet. Irgendwie so. Ich weiß nicht. Ja. Und das war eine ältere Dame und die hat uns dann da in Eisenach irgendwo zum Essen eingeladen. Mhm. Oder zumindest sind wir mit Essen gegangen. Dann hat er das bezahlt. Das war am Ende dann nur 3 Pfennig oder so, was der ganze Kram gekostet hat in Westmark. Und ich weiß aber noch, dass, also mein Vater hat sich immer gefreut und für den war halt, ich bin jetzt im Osten, jetzt will ich bärmische Gnädel haben. Mhm. Ja, weil das müssen die ja da können. und dann hatten die das, glaube ich, sogar, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall gab es am Anfang erstmal eine
haben wir eine Ochsenschwanzsuppe bestellt. Mhm. So, mit Sherry. Also der Sherry stand auf der Karte, ja. Der war aber nicht drin. Mhm. So. Ob der Ochsenschwanz ist vielleicht mal 10 Meter dran vorbeigehuscht. Mehr war das nicht. Es war de facto wirklich einfach so, ich weiß nur, dass mein Vater so. Also, warmes Wasser mit Brühwürfel. Ja, ja. Exakt. Mhm. Aber es war eine Ochsenschwanzsuppe. Mhm. Da war schon mal so, okay. Ochsenschwanzbrühwürfel. Ochsenschwanzbrühwürfel. Und das zweite Mal, und ich weiß noch, dass die Frau war wirklich ganz, die war ganz glückselig. Und mein Vater hat sich nur beschwert. Ich fand das Essen auch eher so. Hm? Und dann waren wir das zweite Mal, waren wir in Leipzig dann im Hotelrestaurant. Und da war dann auch so Paketverwandtschaft, so ein Ehepaar. Die haben, das hatte ich glaube ich im letzten Mal erzählt, die haben bei Granini gearbeitet, da die Orangen 10-mal ausgepresst haben. Ja. Und die waren auch ganz. Und da saßen wir de facto im leeren Restaurant. Mhm. Also da war eine Schlange vor dem Restaurant. Und Hotelgäste Westkost konnten halt rein. Ja. Und man hätte auch von außen reingekommen, aber da, wir saßen de facto alleine. Aber weißt du, was da, da kann ich mir sofort erklären, wo das Problem ist. Wenn da Westleute sofort rein können, mhm. dann musst also du. Also Hotelgäste halt. Ja, aber wenn das Westgäste. Es war auch das Westhotel. Internationale Gäste, dann kannst du die Ostgäste nicht reinschicken, weil dann kriegen die ja eventuell unkontrolliert Kontakt zu Westleuten. Das heißt, du kannst dort nur irgendwie überwacht rein. Weil sonst könnte ja sein, ne, sonst könnte ja sein, dass du, während du da irgendwie sitzt, Rücken an Rücken, kannst du irgendwie wichtige Informationen austauschen und keiner kriegt das mit. Das heißt, die Ostleute mussten wahrscheinlich erstmal ausgehalten werden, bis irgendwie jemand von der Stasi dabei war. Kann natürlich sein. Bei sowas, das kann ich mir ansatzlos erklären über sowas. Ne? Pures Gerücht, aber finde ich ansatzlos logisch. Und dann waren wir natürlich noch in Auerbachs Keller und damit sind dann meine Restaurantgeschichten dann auch vorbei. Ja. Also von daher vielen Dank, wirklich ohne Witz. Also wenn ihr das mal gucken wollt, ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Wird ja nicht viel kosten, die DVD-Box. Ohne Witz. Kann man aber auch bei Amazon, glaube ich, kaufen im Stream und so weiter. Also ist verfügbar. Also einfach als Kultur eintauchen mal. Relativ ungeschönt. Mhm. Also das war nicht sonderlich geschönt. Nö. Es war jetzt auch nicht ganz traurig. Also überhaupt nicht. Also einfach so war es halt. Also für mich ist halt das, was. Also wenn ich jetzt einfach von meiner Kindheit erzähle. Ja. Ich habe eine. Sehr, sehr unbeschwerte, schöne Kindheit gehabt. Mich hat dieser ganze Ost-West-Kram, den habe ich nicht mitgekriegt, der hat mich nicht interessiert. Natürlich, klar, wenn ein West-Paket kam, Aufregung zu, Überraschungsei, geil. Mhm. Und ja, ich habe auch hin und wieder vor dem, mein Gott, wie hießen denn die Westläden? Ich habe den Namen vergessen. Intershop. Vom Intershop gestanden, mir die Nase platt gedrückt und gedacht, boah, scheiße, den Schlumpf hätte ich auch gerne. Mhm. Ja, aber das war nichts, was mich lange beschäftigt hat. Mhm. So, und von daher. War dir denn bewusst, warum du den Schlumpf nicht kriegst? Ja, weil meine Eltern kein Westgeld hatten. Okay. Ja. Und war dir bewusst, warum sie kein Westgeld hatten? Nö. Okay. Warum? Okay. Und das war mir auch egal. Ja. Hatten sie nicht. Meine Eltern haben alles getan, was sie konnten. Mhm. Und von daher war das für mich völlig okay. Und ich hatte eine sehr schöne, sehr unbeschwerte Kindheit. Ich kann mich tatsächlich sehr positiv auch an diese Art Hausgemeinschaft erinnern, wo man alle Nachbarn kennt und verbunden ist, wo es auch überhaupt kein Problem war. Meine Eltern wollten was unternehmen. Wir brauchen quasi Babysitter. Wir geben dich mal zu Tante Hanni. So. Tante Hanni war für mich effektiv eine fremde Frau, aber halt eine Nachbarin. Dann habe ich halt den Abend bei Tante Hanni verbracht. Und Tante Hanni hat sich darum gekümmert, dass es mir gut geht, dass ich was zu essen gekriegt habe und so. Und meine Eltern waren unterwegs. Mhm. Und fertig. War überhaupt kein Problem. Eigentlich ein sehr, sehr unbedarftes Aufwachsen gewesen. Jugendweihe hatte ich mir noch als Stichwort notiert. Das war das Letzte. Was war mit deiner Jugendweihe? Hast du noch? Die habe ich natürlich erst im Westen gehabt. Ah, ja, mit 14, okay. Ja. Okay. Ja. Mein Bruder hatte sie 89. Mhm. Das war ein großes Ereignis. Da waren wir tatsächlich in einer Gaststätte, dann haben gefeiert und so. Das war aber auch. Da müsste ich meine Mutter fragen, wie weit voraus sie das buchen musste, um das machen zu können. Ja. Gut, also soweit zu mir, zu Spuk im Hochhaus. Ich habe Spaß damit gehabt, auf jeden Fall. Als zeitgeschichtliches Dokument definitiv kurzweilig genug, um sich's echt mal rein. Ob man sich jetzt die anderen reinziehen muss, das weiß ich jetzt nicht. Also, aber ich glaube, dass das hier auch vom Gesellschaftseinblick das Beste ist. Definitiv. Ne? Dadurch, dass du halt dieses Gemeinschaftliche hast. Genau. Bei Spuk, Spuk unterm Riesenrad, das ist mehr so ein Roadmovie im Grunde genommen, wo die drei entflohenen Geister jagen und man bewegt sich durch die ganze Stadt. Und du hast halt drei aus heutiger Sicht sehr anstrengende Kinder, die Hauptdarsteller sind.
Nee, hier gibt es Kinder nur als Umbo, Keks und Tammy. Genau, hier gibt es Kinder nur als wiederkehrende Rollen, aber nicht als Hauptdarsteller. Hauptdarsteller sind jetzt. Genau. Hauptdarsteller sind hier Erwachsene. Hier war im Spuk unterm Riesenrad, das ist ja früher rausgekommen, ich glaube 79 oder so. Lass mich kurz nachgucken. Von wann? 78. Mhm. 78. C.U. Wiesner hat das geschrieben, also hat alle Spukteile geschrieben. Ich glaube, mittlerweile gibt es 4. Spuk unterm Riesenrad, Spuk im Hochhaus. 87 kam Spuk von draußen und ich glaube, dann kam noch irgendein anderes Spuk irgendwann später. Mhm. Und momentan drehen sie übrigens eine Neuauflage von Spuk unterm Riesenrad. Ach, guck an. Oder wurde schon gedreht, ich weiß es nicht alles, genau. Alles kommt neu, da kommen wir genau. Und C.U. Wiesner hat die alle geschrieben und lustigerweise Keks, Umbo und Tammy, die Kinder hier in dem Stück, die das sind die Vorlagen dazu, die Vorlage zu Tammy habe ich kennengelernt. Das ist ein Schauspieler aus dem Osten und der ist in Mecklenburg mittlerweile tätig. Mhm. Frag mich nicht genau wo, oder Schleswig-Holstein, irgendwo da oben ist er tätig. Und das ist der Onkel von einem meiner besten Freunde, der auch Schauspieler ist. Und den habe ich kennengelernt. Und diese Kinder hat C.U. Wiesner tatsächlich auf Kindern von Freunden von ihm basieren lassen. Okay. Ja, und über die hätte ich wahrscheinlich sogar mal die Chance, C.U. Wiesner mal kennenzulernen. Also wäre wahrscheinlich gar kein Problem, mal zu sagen, hey, vermittelt uns den mal. Ja. Ich finde das immer witzig, wenn man dann nochmal so Leute treffen kann. Das finde ich auch so schön, dass ich mal an, dadurch, dass wir diesen Podcast betreiben, ich ja durchaus in der Lage bin, oder es mich in die Möglichkeit versetzt, ja, Menschen, die ich seit 30, 40 Jahren nur vom Fernsehen kenne, persönlich kennenzulernen oder zumindest mal zu sehen. Habe ich in der Stelle schon erwähnt, dass ich mit MacGyver persönlich Eishockey geguckt habe, ja? An der Stelle noch nicht. Genau. Wollte ich an der Stelle noch mal ganz kurz erwähnen. Es wurde Zeit. Du wirst auch definitiv von mir so ein T-Shirt kriegen. Das kannst du aber wissen. Und von daher, also für solche, das finde ich natürlich dann toll. Ja? Ja. Also da bin ich gar nicht mal so starstruck, sondern das ist einfach nur so, das ist irgendwie cool. Also, aber es ist nicht so, also ich würde mit dem locker trotzdem Bier trinken und würde da Worte rauskriegen, könnte mich mit dem locker unterhalten. Ich bin da nicht so, gar nicht. Ich habe es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich es hier in dem Rahmen schon mal erzählt habe. Ich habe es bei unseren Streams definitiv schon mal erzählt, dass war ein einziges Mal mit dem Starstruck. Ja. Und das war, als ich komplett alleine vor einem Theater neben Tim Robbins stand. Ja. 5 Minuten stand ich alleine neben ihm. Ich habe kein Wort über die Lippen, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, scheiße, was könnte der so? Stand daneben, weiß nicht, was er machte. Mhm. Wahrscheinlich hat er gewartet, dass ich ihn anquatsche. Vielleicht war er auch starstruck, ich weiß es nicht. es ist jetzt 12 Jahre her oder so. Das war in Kolumbien. Sein Theater war gleichzeitig auf Gastspielreise wie meins und ich stand alleine mit ihm vor der Tür und ich dachte, scheiße, das ist fucking Tim Robbins, was kannst du dem jetzt sagen? Das ist fucking Tim Robbins, was kannst du dem sagen? Mir ist nichts eingefallen. Der Mann ist ja, der ist auch ein Stückchen größer als ich, also auch als du. Ungefähr unsere Statur, aber und dann kamen irgendwann andere Leute dazu und laberten mit voll. Und in dem Moment, wo die anderen mit ihm reden, ist mir eingefallen, was ich hätte machen können. Mich so geärgert. Weil ich bin ja ein großer Coen-Brüder-Film und er hat ja mit den Coen-Brüdern Hudsucker gedreht, den ich fantastisch finde. Vollkommen unterbewerteter Film. Der ist wirklich viel, viel besser, als er damals weggekommen ist. Und da hat er ja immer Folgendes gemacht. Den einmal gesehen, ist schon sehr lange her. Er hatte seine Erfindung immer dabei und hat damit versucht, einen Job zu finden. Hier ist meine Erfindung und hat es immer so gezeigt. Und ihr könnt es jetzt hier vielleicht schlecht sehen, da ist einfach nur ein Kreis drauf gezeichnet. You know, it's for kids. Weißt du, ist für Kinder. Und alle guckten ihn immer an und was will der Idiot? Und letzten Endes hat sich rausgestellt, dass er den Hula-Hoop-Reifen erfunden hat und ein Riesenerfolg wurde. Und ich dachte, dann ist mir eingefallen, scheiße, ich hätte einfach meinen Blog, den ich eh dabei hatte, nehmen sollen. Can I show you something? It's for kids. Ja, zum Beispiel. Und entweder hätte den Gag hat er noch nie gehört. Entweder hätte ich ihn in dem Moment gehabt oder er hätte die Augen gerollt. Beides wäre geil gewesen. Das ist ja, wir hatten das, als wir uns heute vorhin getroffen haben, das ist ja durchaus auch auf den Cons so hinter der Bühne, dass ja wirklich nicht alle haben was zu tun. Ne? Und da war auch Daniel Glover, ganz ehrlich, der musste noch 3 oder 4 Stunden auf sein Taxi zum Flughafen warten und war de facto bored to death. Mhm. Ja. Er hat einen Pilz nach dem anderen getrunken, weil er froh war, mal deutsches Bier irgendwie zu kriegen, wurde immer betrunkener und schlief auch dann irgendwann ein. Mhm. Also ganz ehrlich, da habe ich mir so gedacht, okay, jetzt will ich da hinter der Bühne auch nicht den großen Zampano machen, aber ganz ehrlich, der alte Mann hätte sich gefreut, wenn man sich mit ihm unterhalten hätte, muss man ganz ehrlich sagen. Was ich aber in dem Zusammenhang auch noch mal ganz kurz erwähnen wollte, ich kenne das, was du gerade erzählt hast, die zweite Sprache, warst du schon mal in New York?
Nein. Okay. Also die zweite Sprache in New York neben Englisch ist Deutsch. Mhm. Da sind so unglaublich viele deutsche Touristen, das ist unglaublich. Und ich komme aus einem Kaufhaus und dann kommt mir halt der Bernd Hohecker entgegen. Ach Gott, so. Der Bernhard. Und da habe ich in dem Moment auch halt ganz kurz, weil ich wusste, glaube ich, dass... da wäre ich aber irritiert gewesen in New York. Ich war insofern witzigerweise, glaube ich, gar nicht irritiert, weil ich, glaube ich, bei Tommy Krabbeis in der Story gelesen habe, dass sie auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff sind und irgendeine Show spielen. Ja, ja, alles und klar. Und da wusste ich, dass auf jeden Fall der Tommy Krabbeis auch in New York gerade ist. Ja. Aber wir haben dann nicht in den Zählen, hat er nicht hier. Und dann wusste ich, dass der wahrscheinlich, also ich war nicht überrascht, weil ich mir dachte, der gehört bestimmt zu seiner Bubble dazu, irgendwie. So, weil die kennen sich ja ganz sicher. Aber da habe ich mir dann auch so eine Sekunde gesagt, der stand dann so vom Victoria's Secret, glaube ich, rum, weil ich bin raus, er stand da. Und dann habe ich gedacht, quatsch den jetzt an. Ich sage, komm, der hat doch Besseres zu tun, als dass jetzt da in New York einer anquatscht. Komm, lass. Dann habe ich das gelassen. Ja. Gut, das also soweit heute mal die Ich befürchte, dass ich eventuell bei der Comic-Con nochmal Starstruck sein werde, weil der Imperator kommt. Ah, Ian McDermott. Ja. Ach, guck an. Und das ist tatsächlich so. Ja, das. Das wird wahrscheinlich das erste Foto sein, was ich machen muss. Mhm. Ein Foto mit dem Imperator fände ich schon irgendwie geil. Ja. Der Imperator kommt und auch sehr, sehr geil. Das war jetzt, glaube ich, die letzte Ankündigung, die sie gemacht haben für die Comic-Con. Finde ich einfach unfassbar witzig, weil das wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass meine Mutter zur Comic-Con kommt. Captain Harris und Proctor kommen. Police Academy. Ich hab's gesehen. Ja. Das finde ich so großartig. Die beiden. Fantastisch. Jetzt können wir aber mal den kommen Spuk mal zum abgehakt. Jetzt kommen wir mal zum Pumuckl. Aber was ich noch in kurz so Abschluss, Spuk unterm Riesenrad als erstes, Spuk unterm Hochhaus kam als zweites raus, dann kam noch Spuk von draußen und was Moritz gerade geschrieben hat, habe ich selber nicht so auf dem Schirm. Die weiteren Spuk-Sachen, die danach kamen, die hat Wiesner nicht mehr geschrieben. Die sind von jemand anderem geschrieben. Also die Wiesner-Sachen, Spuk unterm Riesenrad, Spuk im Hochhaus, Spuk von draußen, Spuk unterm Riesenrad, so eine Art Road-Movie, die Hexe, der Riese und Rumpelstilzchen werden in der Geisterbahn durch Zufall zum Leben erweckt und müssen einfach wieder eingefangen werden. Spuk im Hochhaus haben wir gerade ausführlich von erzählt, über eine Lebensgemeinschaft im Hochhaus quasi, die wirklich, finde ich, auch von allen Serien dieses DDR-Leben am besten mit abbildet. Und Spuk von draußen handelt dann von, ist so ein bisschen Science-Fiction-Mystery im DDR-Universum. Hatte ich auch mal auf DVD, habe ich verliehen und nie wiederbekommen. Muss ich mir noch mal kaufen, weil es auch so Kindheitserinnerung ist mit dem Roboter Opa Rodenwald. Boah, fand ich Opa Rodenwald großartig. Der hat es geschafft, ein ganzes Brötchen zu essen, also in den Mund zu schieben, runterzuschlucken und es dann hinterher seinen Bauch zu öffnen, das Schubfach rauszuholen, das Brötchen wieder rauszunehmen. Das war noch ganz fantastisch. Das hat mich als Kind fasziniert. Wie schafft er das, ein ganzes Brötchen in den Mund zu schieben? Unfassbar. Unfassbar. Großartig. Schau an. Ja. Also die Spukreihe, ich kann es empfehlen, aber die schönste ist Spuk im Hochhaus. Also, wenn man nur eins gucken will, dann guckt man das und das ist wirklich zum dritten Mal als zeitgenössisches Dokument sehr, sehr unterhaltsam gewesen. Ja. So, jetzt kommen wir aber zum Puwackel. Ja. Auch 82 bis 88, Fernsehserie, Kinderbuch, Alice Kaut und so weiter. Man könnte allein um die Backstory eine Menge machen. Ja. Aber jetzt erzähl mal, wie ist der, also erstmal hast du es überhaupt verstanden, rein sprachlich? Ja, tatsächlich. Okay. Tatsächlich, ich war unfassbar, also ich wusste ja, dass der Meister Eder, Gustl Beierhammer, klassischer Volksschauspieler, dass der da klassisch tief bayerisch spricht, wusste ich, dass die ganze Serie aber wirklich komplett alles im tiefsten bayerisch ist, das wusste ich nicht, aber ich behaupte, ich habe an und für sich alles verstanden, es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht verstanden habe und das war dann immer quasi die Massenszenen, wenn zu viel drumherum war. Ja, okay. Dann wurde es manchmal so ein bisschen schwierig, wie zum Beispiel einen der Running Gags mit dem alten Mann hier mit geh weg, das ist mein Platz. So, das habe ich nur so grob verstanden. Ich habe nur meinen Platz, aber was er davor gesagt hat und so. Du meinst, es ist der Opa, der im Prinzip der immer schläft in der Kneipe. Genau. Ja. So, die Kneipe war sowieso ein Fundus, also das könnte auch Spuk unterm Riesenrad mit der Geisterbahn gewesen sein. Die Kneipe ist wirklich ein Fundus an skurrilen Figuren. Das kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Lustig, in der einen, die letzte Folge war es, glaube ich. Also ganz kurz, in der letzten damit Folge man weiß, Christine Neubauer eine Nebenrolle, finde ich sehr lustig. Ganz kurz, damit man weiß, welche Folgen du geguckt hast. Ich habe dir die erste Folge gezeigt. Die allererste, Spuk in der Werkstatt. Genau. Dann hast du gesehen, Pumuckl macht Ferien. Ja.
Dann hast du gesehen, also der rätselhafte Hund. Pumuckl macht Ferien heißt alternativ auch Pumuckl auf dem Bauernhof. Ist die gleiche Geschichte. Manchmal heißt sie so. Dann hast du gesehen, der rätselhafte Hund. Ja. Genau. Du hast gesehen. Tatsächlich ist mir der rätselhafte Hund am wenigsten in Erinnerung geblieben. Mhm, okay. Dann hast du gesehen, der große Krach, 1 und 2, der große, genau, Krach und seine Folgen. Ja. Spanferkel essen. Ja. Und die letzte Folge überhaupt, Pumuckl und die Musik. Ja, so richtig. Ich habe dir die deswegen rausgesucht, weil das zumindest die waren, gibt vielleicht noch andere, aber die mir am Hängen geblieben sind, von denen ich der Meinung war, dass sie auch am meisten außerhalb der Werkstatt spielen, in einem natürlichen Umfeld. Ja. Ja. So dass jetzt praktisch mal die Frage wäre, wie hast du denn dann so jetzt die West-80er wahrgenommen in der Serie? Tatsächlich. Also dadurch, dass ich über andere Serien schon mit den West-80ern vertraut bin, ich hab mich ja intensiv mit der Schwarzwaldklinik beschäftigt, die ja nur kurz danach rauskam, war mir das nicht so fremd. Auch die Tapetenmuster haben mich nicht irritiert, weil sie nicht so unterschiedlich waren zu unseren Tapetenmustern, die wir hatten. Nur wir hatten sie wahrscheinlich länger. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, das, was ich zum Anfang schon gesagt habe, was mich überrascht hat, dass es eine Kinderserie ohne Kinder ist. Ja, wie du es gesagt hast, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Vollkommen recht, ja. Und was ja eigentlich für Spuk im Hochhaus ja auch gilt, denn die Kinder sind ja auch nur halt für eine Folge mal da und spielen keine Hauptrolle. Nein, aber sie sind irgendwie permanent präsent. Ja gut, es gibt schon nicht in jeder Folge. Nicht unbedingt in jeder Folge. Aber ich sag mal, von 7 in 5. Ja, ja, okay. Ja, ja, so, okay, also ja. Sie sind schon ziemlich, ziemlich präsent. Ja. Und ich weiß natürlich nicht, wie es sonst in Pumuckl ist. Du hast mir jetzt auch nur eine Auswahl geschickt von 52 Folgen 7. Ja. Ob in den anderen 45 Folgen viele Kinder vorkommen. Bei mir war es jetzt... Also es gibt maximal die Kinder aus dem Vorderhaus und die haben keine permanente Rolle. Also ich habe jetzt quasi drei Kinder gesehen. Einmal die Zwillinge auf dem Bauernhof. Ja. Der Schorsche und der Wicker. Genau, der Schorsche und der Wicker und dann das Mädel, das Armband verliert. Also beziehungsweise wo Pumuckl das Armband klaut. Ja. Das sind die Kinder, die ich wahrgenommen habe. Ansonsten sind es eigentlich nur Erwachsene und da wirklich mit wunderbaren Loriot-Momenten und auch, die sind sich nicht zu schade, einfach wirklich wild zu chargieren, was sehr, sehr großartig ist, wo auch eine ganze Menge Mut dazu gehört. Ich weiß nicht, ob das Anfang der 80er noch ein bisschen üblicher war, so zu chargieren. Wahrscheinlich schon, weil auch Louis de Funès immer noch eine große Nummer war. Und er hat ja nun mal aus Chargieren eine Karriere gemacht. Ich hatte, wie schon gesagt, wahnsinnig viel Spaß daran. Ich finde auch wirklich, tatsächlich, man kann das heute echt noch gut gucken. Auch als jemand, der es noch nie gesehen hat. Mhm. Ich hätte jetzt gar nicht mal das Problem damit, das durchaus noch weiter zu gucken. Ob ich das machen werde, weiß ich nicht. Aber wenn du jetzt gesagt hast, Quietschke guckt dir alles an, hätte ich damit jetzt gar nicht so Schwierigkeiten gehabt. Hin und wieder geht es einem ein bisschen auf den Nerv, weil Pumuckl ein bisschen nervt. Manchmal ist Hans Clarin da, glaube ich, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und das hat ihn auch sehr angestrengt, das zu sprechen. Ne? Das glaube ich, gerne. Das hat er am Ende auch gar nicht mehr richtig machen können. Ja. Das war wirklich sehr anstrengend, diese Rolle zu sprechen. Ja, das glaube ich gerne, Aber manchmal ging es ein bisschen auf den Sack, vor allen Dingen in der Hundfolge, der unsichtbare Hund. Ja. Ich dachte, boah, Alter, jetzt lass es mal. Ist ja gut, ich hab's kapiert. Ja. So. Hat es mir was über das Westleben erzählt? Also jetzt effektiv nichts, was ich noch nicht wusste. Ja, okay. So, also das war effektiv so, wie ich es erwartet habe. Ich habe es jetzt auch gar nicht als so fremd empfunden zu dem, wie ich selber groß geworden bin. Auch so dieses, da gibt es halt noch die kleine Schreinerei, sowas, was heute ja eher selten ist, wo man hingeht und seinen Schrank hinbringt, um ihn zu reparieren zu lassen. Heute landet der Schrank auf dem Müll und du fährst zu Ikea, holst dir einen neuen und die kleine Schreinerei gibt es nicht mehr. Ja. Also ich weiß nicht, ob es in Bayern noch anders ist, in den Dörfern und so, aber such mal hier einen kleinen Schreiner. Wo du noch hingehst, wie in der Folge, wo der große Krach ist, wo der Pumuckl also das Kettchen klaut, das Kettal klaut, wo du dann also dir einen Schreibtisch für deine Tochter schreinern. Ja, das fand ich zum Beispiel total lustig, weil ich dachte so, ich hab auch in dem Moment gesagt, so, hier, ich hätte gerne den Schreibtisch und so und so und so. Ja, geh doch zu Ikea. Hab ich einfach laut gesagt. Willst du mal da, geh zu Ikea. Aber eigentlich ja auch, das im Grunde genommen war das mit geh doch zu Ikea auch gar nicht so ernst gemeint, weil es eigentlich, ich finde ja eigentlich, zeigt es etwas Schönes, nämlich dass es noch dieses Handwerk gab.
Was eigentlich schön wäre, wenn es wieder ein bisschen mehr kommen würde, dieses Individuelle, dieses Handwerk, wo man wirklich geht und sagt, ich hätte gern das und da das Kästchen so und so und so und so. Und dann kriegst du auch zu einem vernünftigen Preis wirklich was Individuelles und qualitativ wohl Brauchbares angefertigt, was auch mit Herz angefertigt ist, nicht nur die Massenware. Also eigentlich war das auch so ein Moment, auch wenn man dann raushaut, so geht doch zu Ikea, eigentlich macht es einem eher ein bisschen wehmütig, dass das nicht mehr so ist. Ja. So, naja. Aber ansonsten, also ich fand, es ist eine mit sehr viel Liebe gemachte Serie tatsächlich. Mit sehr viel Freude gemachte Serie. Ich war mir manchmal unsicher, wie viel Augenzwinkern die Spieler selber drin hatten. So nach dem Motto, ja, wir müssen den Quatsch hier jetzt spielen. Wie viel ist einfach so, wir ziehen das jetzt mal durch, obwohl wir das scheiße finden. Oder ob sie wirklich einfach selber Mörder Spaß dran hatten. Da war ich mir unsicher. Ne, gerade hier bei dem Ehepaar müsstest du mal, dann könnte ich dir die Namen sagen, müsstest du mal... Du meinst beim Bernbacher. Beim Bernbacher, genau. Ja. Das Ehepaar, das genau. Das Willi Ehepaar, Harlander. Das ist ja so großartig. Ja. Also wirklich, jetzt muss ich mal weglegen, sonst stoppe ich mir das. Das Ehepaar ist so großartig. Die Frau auch mit dieser Perücke. Ja. Warum will die ganze Zeit eine Perücke? Und die hat doch Haare. Warum trägt die eine Perücke? War das üblich bei euch? Das, um echt zu sein, haben ältere Frauen oder erwachsene Frauen, haben die Perücke getragen ständig? Ja. Obwohl sie eigene Haare hatten? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, als ich die Folge gesehen habe. Dass ich mir auch erst dachte, also ich hatte das vergessen, dass sie eine Perücke trägt und dachte mir erst, was ist das für eine scheiß Perücke, die aufhat? Die Schauspielerin. Ja. Also, wie sagt die denn so eine scheiß Perücke auf? Um dann später in der Folge zu merken, also die Folge ist dann, der Pumuckl, wie gesagt, so hat jetzt Kettel geklaut und fliegt dann raus und nistet sich halt dann beim Schlosser Bernbacher ein. Mhm. Und sie nimmt dann plötzlich diese Haare ab und hat noch Haare drunter, genauso wie habe ich auch gedacht, so, hä? Wobei das schon in der Folge vorher klar wird, weil der ist schon mal irgendwann mitgegangen oder sie dir. Das Bügeleisen liegt auf ihr. Ja, Hand. Richtig, genau. Das Bügeleisen ist schon vorher. Das ist schon vorher. Also ihre Haare bügelt. Ja. Was ich halt beim Pumuckl im Grunde genommen so mag, sind halt, also an dieser Serie so mag, ist A, ich finde, dass der Wort, also die Dialoge sind auch für Erwachsene sehr gut tauglich, weil sie einen unglaublichen Wort- und Sprachwitz haben, den du als Kind überhaupt nicht gerafft hast. Ich habe es ja schon mal gesagt, Loriot. Ja. Es ist wirklich, genau. Es hat so Loriot-Züge, manchmal sogar Monty Python-Züge. Ja. Und vom Timing her auch richtig gut on point ist. Ja. Ja, also muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich ist das jetzt von der Tricktechnik her kein Hollywood, nicht mal ansatzweise. Oh mein Gott. Aber das holt mich zu keinem Zeitpunkt raus. Nein. Also ich habe, nicht. Ich habe letztens gerade erst hier von Holger mit seiner Sendung Pantoffelkino TV, haben sie auch ein bisschen über Pumuckl gesprochen und sie haben sich also bitterlich beschwert, das könnte man heute gar nicht mehr gucken und man würde da die Fäden sehen. Aber das hat mich auch jetzt beim Rewatch 0,0 gestört. Null. Überhaupt nicht, sondern dieser Charme hat mich total eingefangen. Ich mag diese Schrullige von allen Charakteren. Mhm. Ja. Auch da, als der Pumuckl dann den einen Hund da nachmacht, in dem Keller, wo dann sagt, ja, das war gucken, wo siehst du jetzt dich da? Ja, was holst du da? Ja. Und aber genauso aber ist es doch. Genauso aber ist an der Stelle habe ich mich gefragt, ist die Serie nachsynchronisiert worden? Also die Frau ist nachsynchronisiert. Ja, weil einige hast du einfach gesehen, einige, das stimmte einfach. Die ist nachsynchronisiert. Aber auch der Typ, der den Keller dann aufschließt, das ist ja auch das, der spielt da ja was zusammen, was eigentlich unfassbar schlimm ist. Wo du wirklich sagst, so, das kannst du eigentlich nicht spielen. Da müsst du einfach sagen, du mach das mal, als egal wie, Hauptsache anders. Genau, also er spielt so einen Neurotiker, den meinst du, ne? Ja, genau. Es ist so furchtbar, was und er da spielt. Das, also diese Karikaturen, diese Überspitzen, die hast du öfter. Es gibt dann auch eine Folge, das ist im Film. Im Film, also es gibt ein paar Kinofilme, die aber am Anfang eigentlich nur aus zusammengeschnittenen Szenen waren. Dann hat man im Film aber noch Helga Pettersen reingeschnitten. Ja. Weil man halt dachte, wir brauchen fürs Kino jemand, der auch vielleicht mal Norddeutsche bin oder so, hat man halt Helga Pettersen noch Szenen nachdrehen lassen, hat die dann reingeschnitten und auch Helga Pettersen spielt halt, gut, am Ende könnte man sagen, sie spielt Helga Pettersen, ja, aber sie ist halt wirklich unglaublich schrullig, wie alle richtig völlig übertrieben schrullig sind und das ist natürlich, das muss man halt sagen, das Who is Who der bayerischen Volksschauspieler. Mhm. Also
um diese Schauspieler kommst du in den 80er und 90ern nicht drumherum, mhm, wenn irgendwas mit Bayern ist. Ja. Und zwar völlig wurscht, ob es der Dietl gemacht hat, ob das weiß-blaue Geschichten sind, ob das, wie hieß der andere, der Eichinger irgendwas gemacht, whatever. Die sind alle immer dabei. Also zum Beispiel Willi Harlander hüpft die ganze Zeit rum, dann hast du Ernie Singerl ist die ganze Zeit dabei. Dann aus Monaco Franze, da wusste ich auch nicht, dass das der Wirt ist. Jetzt komme ich gerade wieder nicht auf den Namen. Helmut Fischer? Nee, Helmut Fischer spielt auch mal mit. Aber beim Monaco, ja, nicht in den Folgen, die du geguckt, ja, hast. Aber bei Monaco Franze, der Freund vom Helmut, der Moment mal, Monaco Franze, wie heißt denn der Freund von Monaco Franze, der Karl Obermeier, und der Freund heißt der Manni Kopfweg, genau, Schauspieler Karl Obermeier. Das ist ja der, den hast du dann hier gesehen als... Ach, das ist der neugierige Wirt. Das ist der Wirt, ja, genau. Ich erkenne ihn wieder, ja. Und wie du eben gesagt hast, Ilse Neubauer spielt mit als... Christine Neubauer. Christine Neubauer. Aber nur so einen ganz genau, kurzen Gastauftritt. Genau, da war sie noch ganz jung, ja, und hat halt da irgendwie so eine Kellnerin gespielt, ja, ja. Und so hast du das halt die ganze Zeit da drin, und da die ja eigentlich nur sich selber spielen. Mhm. Wir hatten es beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal ja vom Peter Steiner im Grunde, ja, genommen. Das ist ja das, was sie die ganze Zeit gemacht haben. Mhm. Ja? Und dann spielen die halt im Grunde genommen einfach nur ihre Volksschauspieler-Bühnenrollen halt mehr oder weniger dann da auch. Und deswegen kommt es auch, was ich mich unglaublich habe, authentisch rüber. Und bei dem Authentischen, gutes, mhm, Stichwort, was ich mich nämlich gefragt habe, bei einigen Sachen, also gerade bei den Sachen, wo Pumuckl gar keine Rolle gespielt, ja, hat, sondern wirklich nur die Erwachsenen, ja, miteinander zu, ja, tun haben. Ja, ja. Wie viel ist da improvisiert gewesen, weißt du das? Weil ich habe den Eindruck, da ist manchmal wirklich irre viel improvisiert, dass es nur so eine Guideline gab, so da und da müsst ihr hinkommen, so viel Zeit habt ihr, da und darum geht's, legt los. Das war manchmal, also ich kann war manchmal es dir nicht sagen, Eindruck. Aber ich kann es dir nicht sagen, aber jetzt wo du es sagst, und du hast da vielleicht als Regisseur ja eher ein Auge für, also du meinst, wo die so um Spanferkel rumsitzen oder zum so. Beispiel. Oder, ja, ganz krass am Ende wahrscheinlich in der letzten Folge, die allerletzte Folge der Serie, Pumuckl und die Musik. Ja. Wo sie also zu Hause bei Meister Eder sitzen, ja, und einfach so einen lustigen Liederabend, ja, machen. Der Liedermacher, der da kommt, kennst du den? Nee. Fredel Fesel. Okay. Ich bin mir davon ausgegangen, weil der so grottenschlecht spielt, dass das gar nicht ein Schauspieler ist, sondern wirklich ein Musiker. Genau, richtig, bin ich, genau, fest von ausgegangen. Das ist Fredel Fesel, der sieht heute noch genauso aus. Schnucki, wir fahren nach Kentucky. Genau, das ist doch so bescheuert. Melodie kriege ich leider nicht mehr hin. Das Lied vom Schnucki. Ja, Schnucki, ja. Schnucki, fahren wir nach Kentucky. In der Bar und Schetter hinter Spur der Indianerband. Ja. raus in the Bumpers, bei am Glasl Champers. Kennst du es wirklich auswendig? Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Das ist das Lied vom Schnucki. Das ist großartig. Ich habe das aber, also das war sein größter Hit. Das, ja, war halt so, den hat man in die Serie reingeholt. Ja. Ach, das hat Gott, man, schau das an. Hat, also praktisch, er spielt sich selber, ohne, ja, dass man jetzt hier so den Promi-Bonus hatte. Aber Fredel Schädel war so der bayerische Mike Krüger. Ja, für lustige, ob das jetzt ein Lob ist? für lustige Lieder, Alleinunterhalter auf der Gitarre. Ja. Ja. Schau an. Und der war so, ja, der kam so in den späten 70ern, in den 80ern war der eine richtig große Nummer, ist Bayern heute auch noch, ja, so ein bisschen wie, so, noch nie von gehört. Willi Astor kennst du? Ja, Willi Astor. Okay, also sowas in der Art im Grunde. Okay. Ja. Fredel Fesel. Und nur Willi Astor macht mehr Sprachwitz, ja, und Fredel Fesel hat halt mehr so den bayerischen Schmäh halt im, mhm, Grunde genommen. Ja. Und der hat da mehr oder weniger sich selber gespielt. Ich fand halt, also gerade zwischen Gustl Beyerhammer und hier dem Bernbacher oder wie er heißt, ja, und seiner Frau, ja, da wirkte wahnsinnig viel so, als hätten die nur eine Guideline gekriegt, macht mal. Kann gut sein. Weil das wirkte tatsächlich, weil es auch so tick, tack, tick, tack, das, ja, passte einfach so ideal. Ja. Die wirkten, als wären sie sowas von aufeinander eingespielt. Ja. Und da passten auch so einzelne Blicke und einzelne Momente, dass um das bis dahin zu proben, brauchst, mhm, du ewig. Ja. Weil es ist ja, also bei Proben, das wird Kerstin und Katrin werden das bestätigen können, die auch gerade im Chat sind. Wenn du eine Sache das erste Mal machst, funktioniert brillant, haust dich weg, sagst geil, nehmen wir, dann machst du es nochmal und das ist riesengroße Scheiß. Mhm. Weil du dann drüber nachdenkst. Beim ersten Mal, okay, machen denkst, mhm, du nicht drüber nach. Es passiert, mhm, völlig, mhm, organisch und dann willst du es wieder herstellen, mhm, und dann musst du drüber nachdenken. Damit passiert es nicht mehr organisch und es stimmt nicht mehr. Und dementsprechend, durch dieses Tal musst du durch und du musst einfach sagen, das machen wir jetzt irgendwie 50 Mal. Beim 51. Mal wird es wieder gut. Mhm. Und diese 50 Mal musst du durchleiden. Verstehe. Stimmt nicht. Das ist nicht abhängig. Aber du musst es einfach so häufig machen, bis du einfach nicht mehr drüber nachdenken musst. Und ich behaupte,
Die Zeit haben sie bei so einem Dreh gar nicht gehabt, um das so aber lange zu machen. Haben wahrscheinlich so viele Bühnenstücke zusammengespielt. Genau, das würde ich auch vermuten. Ja. Wenn du sagst, dass das so das A und O der Schauspieler war, dann hast du wahrscheinlich gesagt, wir wissen, die kennen sich in- und auswendig, da müssen wir gar nichts sagen. Da und darum geht's, macht mal und seid bitte lustig. Und dann haben die das gemacht und waren lustig. Kann gut sein. Ja. Ich meine, beim Gustl Beyer war es ja auch so, der hat ja auch kurz vorher noch einen Tatortkommissar gespielt, wo er witzigerweise dann in der Folge Pumuckl hat Krach einen Tatortkommissar mit seiner eigenen Rolle liest. Ah, wir haben uns gefragt, man sieht nur irgendwie, man sieht den Titel nicht ganz drauf. Ja. Irgendwas mit Krimi, Bestseller-Krimi genau, und dann irgendwie 101 irgendwas oder genau, so. Genau, Bestseller-Krimi und das ist, glaube ich, ist es auf jeden Fall der Tatort gewesen. Ah, okay. Ich muss gerade nochmal eben gucken, genau, 13:0 für Feigl. Ah, da steht's. Und Kommissar Feigl war die Rolle, die Gustl Beyer haben wir da gespielt. Er hat dann später nochmal einen Kommissar gespielt, beziehungsweise den Polizeiobergermeister im Monaco, Franze. Ja. Hat da auch nochmal die gleiche Rolle gespielt. Hieß er zwar nicht Feigl, aber das war klar, worauf die Rolle im Grunde genommen anspielen soll. Und dann hast du natürlich auch so immer wieder so diese kleinen Insider-Gags, die jetzt bei dieser Folge nur eine waren, denn es gibt eine Gemeinsamkeit, die Spuk im Hochhaus und der Pumuckl haben. Eine einzige Gemeinsamkeit. Ja. Abgesehen davon, dass es übernatürliche Wesen sind. Dass sie mit Dialekt arbeiten? Ja, nee. Dann haben sie zwei. Ja, okay, haben sie schon zwei. auch, ja, aber nein, und zwar gibt es in der Eröffnungsszene von Spuk im Hochhaus, wenn der Kommissarius stirbt, als der reinkommt, da wird ein Film zitiert. Welcher? Weißt du es? Welcher das beim Kommissarius ist, weiß ich nicht, aber bei Dingens wird ja ganz offensichtlich spielen das Lied vom Tod. Richtig, zitiert. Und da nämlich auch, wenn der Kommissarius reinkommt und die Pistolen zieht in dem alten Gasthaus 200 Jahre. Und davon spielen wir das Lied vom Tod. Da klingt in der Filmmusik spielen wir das Lied von Tod an. Zwei Echt? Takte. Okay. Und es gibt auch so diese Close-ups auf die Augen, ganz kurz. Aha. Und es kommt plötzlich eine Mundharmonika, die so 3-4, nicht mal 8 Takte wäre schon. Ich hab nie drauf geachtet. 3-4 Noten von Spiel mir das Lied vor, um dann wieder sofort woanders hin. Siehst du, das nimmst du wahrscheinlich, wenn man es so kennt wie ich, so gut, nimmst du das überhaupt nicht wahr, weil das an dir vorbeirauscht. Das nimmst du wahrscheinlich wirklich erst wahr, wenn du mal völlig frei daran gehst. Ja. Und jetzt, wo spannend. War, und beim Pumuckl war es auch. Beim Pumuckl war es ja und ganz offensichtlich. Sowas vor noch in den Top. Großartig. Ja. Das war wirklich der Anfang von Pumuckl macht Ferien, von der ersten, also von der Ferienfolge, ist sowas von eindeutig, spiel mal das Lied vom Tod, die Bahnhofsequenz. Es ist sehr, sehr großartig, auch mit der Fliege und allem drum und dran. Sehr fantastisch gemacht, sehr fantastisch. Nur, dass dann Gustl Beyer mal mit dem Rücken in die falsche Richtung geht. Genau, und das war halt eine Idee von Ulrich König. Da gibt's noch mehr so Sachen. Also es gibt verschiedene solche Film-Gags, also Film-Zitate-Gags, zum Beispiel wenn der Pumuckl im Schloss ist, dann muss der Meister Eder muss so eine Kommode schreinern in so einem Schloss, den Butler von Frau Gräfin, den hast du in einer Folge auch gesehen. Genau, den Butler glaubt man kennen. Genau, der glaubt an den Hausgeist Egidius, der denkt nur, dass der Pumuckl der Egidius ist, und der stolpert zum Beispiel halt immer über das Tigerfell, wie in der War One. Ja. Also das heißt, sie haben auf die Art und Weise, haben sie Sachen für Erwachsene eingebaut, die du als Kind nicht verstehst. Exakt, genau. Im Grunde genommen wie so ein Pixar-Film. Ja, damals waren sie eigentlich seinerzeit voraus und haben da schon Pixar umgesetzt und Sachen für Erwachsene eingebracht, die Kinder aber nicht stören, die einfach drin sind, und Sachen für Kinder. Das ist ja super, eigentlich ganz clever. Genau. Und so ist das wirklich, also es ist voll davon. Ja. Ja. Auch was den Sprachwitz, den hatten wir ja gerade eben schon gesagt, dass da also auch wirklich Wortwitze drin sind, die du als Kind gar nicht, die nimmst du halt so mit, aber die überhörst du schlicht und ergreifend. Und so, dass ich eigentlich heutzutage so, ich habe mehr Freude am Pumuckl als heute, als früher. Ich habe es gern geguckt, aber es ist, ich habe es nie gezielt eingeschaltet. Ja. Es lief halt irgendwann immer im ersten, so lief das mal. Und dann habe ich mich immer gefreut. Es lief aber auch nie so zielgerichtet, dass du jetzt irgendwie die einzelnen Folgen auseinanderhalten könntest. Mhm. Also wohingegen ja Spuk im Hochhaus durchaus eine Geschichte erzählt, zumindest mit dem losen Faden, gab es das beim Pumuckl nie. Da steht eigentlich jede Folge für sich und mal gibt es eine Doppelfolge, wo sie halt im Ferien sind oder Pumuckl der große Krach. Ja. Das war's. Was ich mir vorstellen kann, dass der große Krach muss doch damals für Kinder dramatisch gewesen sein, wenn da eine Woche oder so dazwischen lag zwischen den Folgen, weil das endet ja wirklich hochgradig tragisch. Die beiden trennen sich. Das dauert, also das war zum Beispiel etwas, wo ich dachte, scheiße, ey, das dehnt ihr ein bisschen zu sehr aus, der große Krach. Es dauert ewig und er läuft weinend durch die Straßen und dann siehst du Eder und diese Musik.
Alter, 5 Minuten oder so dauert das. Boah, kommt ab, wir wissen, ihr habt euch getrennt. Meine Güte. Das war so für mich einer der schwachen Momente, aber die waren wenig, die waren rar. Ja. Wie fandst du die Musik? Ich finde ja die Musik so unglaublich heimelig, weil die Musik ja nur aus Bittermusik besteht. Die passt halt in dieses urige Bayerische, finde ich, super rein. Also unterstreicht das total. Ja. Passt da prima rein. Ja, haben wir vergessen, den Trailer zu gucken zum Meister Eder, aber ganz ehrlich, ihr kennt den Meister Eder. Ja, okay. Wer das möchte, guckt einfach mal Pumuckl-Trailer. Wir können ihn vielleicht auch zum Schluss nochmal zeigen. Ja, egal, wurscht. Spannend fand ich, und da habe ich nicht mehr den Vergleich so wirklich direkt im Blick, weil Spuk im Hochhaus dann doch zu lange her ist, der Umgang mit Kindern. Ja. Weil in die großen Ferien, Pumuckl macht Ferien, der Umgang mit den beiden Zwillingen, den wird von der Mutter an den Haaren gezogen, die kriegen Schläge auf den Kopf, sie jagt sie mit dem Dingens und sagt, ihr müsst mal wieder richtig verdroschen werden, jagt sie mit dem Ausklopfer und so weiter. Und ich so, okay. Also es gibt diverse Folgen, wo der Meister Eder der Meinung ist, dass die Kinder aus dem Vorderhaus mal ganz kräftig übers Knie gelegt werden. Ja. Also das war schon wirklich, 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 wirklich krass. Also ich sehe, hier schreiben sie auch im Chat, große Krach hat mich total traumatisiert und das war heftig. Ich fand hinterher die Auflösung scheint etwas schwach nach dem hochdramatischen ersten Teil. Ja, kann mir vorstellen, weil das fand ich auch ein bisschen easy gelöst dann einfach, wie sie wieder zusammen. Ich muss übrigens noch auf die Perücken eingehen, da haben unsere Zuschauer ein bisschen was Interessantes geschrieben. Machen wir gleich noch. Thema Kinder. Also das fand ich wirklich ein bisschen krass. Ich kann mich nicht mehr erinnern, das wird im Spuk im Hochhaus mit Kindern gewalttätig umgegangen? Nein. Also wir hatten es vorhin schon mal. Nee, nicht wirklich. Also es gibt eine Stelle, wo einer sagt, das hatte ich mir auch notiert, wo also wortwörtlich gesagt ist, die haben ja keinen Vater mehr, die sollte man deswegen mal übers Knie legen. Ja? Aber das ist, glaube ich, auch wieder so eine ältere Figur, die das sagt, oder? Ja, ich glaube, es gibt mal eine Backpfeife, aber mehr wüsste ich jetzt nicht. Eine Backpfeife gibt es definitiv, auf jeden Fall, das hatte ich mir auch notiert. Den Bengels fehlt der Vater, der sie mal übers Knie legt. Ja. Ich glaube, das sagt der Hausmeister, glaube ich, sagt das. Das war's. Da ist... Also ich sträube mich ganz stark dagegen zu sagen, dass, oder ich habe jetzt wirklich auch mal versucht, das so mit so einem modernen Auge zu gucken. Ja. Ne? Beide. Ja. Nehmen wir jetzt den Alkohol und die Zigaretten mal raus, die einfach in den 80ern völlig Usus waren und das war halt damals no big deal. So. Ja. Muss ich sagen, dass ich jetzt aber in keinem... Da waren jetzt keine, was man heute so als toxische Sprüche... Also da war jetzt nichts dabei, wo man sagen würde, das kannst du heute so nicht mehr machen. Weil das ja immer wieder so diskutiert wird. Jetzt kommt ja auf RTL, kommt ja jetzt eine neue Fassung von Pumuckl mit dem Neffen vom Meister Eder, wo es dann auch übrigens HHKI-basiert die Stimme von Hans Klarin geben wird. Ja. Gibt wohl noch eine Synchrone. Was ich halt... bei beiden Serien halt mochte. Mhm. Und vielleicht bei allen älteren Serien, damit will ich eigentlich gar nicht sagen, dass früher alles besser war, aber das war so ein, man hat da den Kindern auch noch was zugetraut. Und die Seelight Hill im Chat schreibt, der große Krach hat mich total traumatisiert. Du bist ja jetzt, also korrigier mich bitte, aber es hat dich jetzt ja auch nicht 30 Jahre lang beschäftigt und deswegen hast du heute einen Beziehungsknacks weg. Ja? Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Falls doch, dann tut's mir leid für dich und dann tue ich dir an der Stelle Unrecht. Das hat einen natürlich mitgenommen und aufgewühlt, okay. Ja. Aber da hat man den Kindern noch was zugetraut. Ganz ehrlich, auch komplex story-wise mäßig, weil die Geschichten sind einfach, aber nicht trivial. Ja, das ist richtig. Muss man ganz ehrlich sagen, die Geschichten sind simple Geschichten, sie sind jetzt nicht völlig trivial. Ich glaube, man kann es relativ simpel sagen, man hat sein Publikum ernst genommen und nicht für dumm verkauft. Und heutzutage, finde ich, wird das Publikum viel zu häufig für dumm verkauft. Oder man hält sein eigenes Publikum für dumm und macht deswegen seine Stories auch dumm. Ja, oder in vorauseilendem Gehorsam, ob des bösen Kommentars auf Facebook, schreibt man es halt weich. Damit es ein Crowdpleaser ist. Ja, das kommt noch dazu. Aber ich glaube nicht, dass man das damals so geschrieben hat, sondern man hat im Grunde, ich glaube, man hat einfach die Gesellschaft abgebildet, wie sie war. Genau. Ja. Das war einfach ein Abbild der Gesellschaft und gut ist. Dementsprechend ist das ja heute auch effektiv ein Abbild der Gesellschaft, dass es halt
sowas wie die Ordnungsschelle nicht mehr gibt, weil das darfst du heute auch nicht mehr. Nein, ich finde es ja auch vernünftig, dass es das nicht mehr gibt. Alles gut. Ja, ist ja auch gut so. Ja. Da bin ich ja trotzdem, fand ich halt eben so dieses, also dass man dem Charakter auch mal zugesteht, betrunken zu sein. Auch in der Kinderserie. Ja. Ich habe es, glaube ich, bei uns im Podcast schon ein paar Mal gesagt, hier jetzt an der Stelle nicht, Stichwort das Rauchen. Ich habe irgendwann vor Jahren, habe ich dann mal das Video meiner Konfirmation gesehen. Ja, Home-Video, wo die alle bei uns zu Hause sitzen, keine Ahnung, 20, 30 Mann oder so, an mehreren Bierbänken so im Wohnzimmer so verteilt. Ja, da hatten fast alle eine Kippe im Mund. Also nicht durch die Bank weg, aber fast alle. Ich kenne das auch nicht anders. Ja? Also meine Eltern haben nicht geraucht, mein Vater hat heimlich geraucht, aber nie bei uns in der Wohnung. Und mein Onkel und mein Cousin und so sind halt Kettenraucher. Mein Onkel gewesen, mein Cousin ist es noch. Absolute Kettenraucher. Da wurde auch von Kindern geraucht. Damit, auch im Auto wurde geraucht. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man das heute machen soll. Ne? Das meine ich damit nicht. Ne? Aber dieser unbedarfte Umgang, den man sicherlich beim Zigaretten und so weiter vertopfen kann. Aber der Klassiker war jetzt gut, das wird wahrscheinlich jetzt wirklich eine westexklusive Geschichte gewesen sein, weil in Trabi gingen halt nicht so viele rein. Aber es war völlig normal, dass nach einem Kindergeburtstag 10 Kinder in den Kombi geladen wurden, 3 übereinander gestapelt und der Älteste hat hinten die Heckklappe mit der Hand zugehalten, weil noch 3 hinten saßen und rausgebaumelt haben. Und damit ist man doch auch durchaus ein Stück Autobahn gefahren, wenn das einfach kürzer war, um dann eben schnell auf die Autobahn zu fahren, 3 Kilometer Autobahn zu fahren, vielleicht jetzt nicht mit 300, aber zumindest so mit 80, um dann den nächsten Autobahn, das war völlig normal. Nun war aber auch damals noch nicht so ein hohes Verkehrsaufkommen. Okay, von mir aus Haken dran, ja. Mach das heute mal, ja. Da hat niemand, jetzt muss man, ich sage ja nicht, dass man das nachmachen muss, aber so dieses Überbehütete, glaube ich nicht, dass das positiv ist. Und da finde ich so eine Roughness, so ein bisschen sowas, das finde ich, fand ich schon wieder fast erfrischend irgendwie. Ja, also ich glaube, dass dieses Überbehüten auch nicht gut tun wird, weil man sich effektiv mal ganz böse gesagt, eine Generation von Weicheiern erzieht, die keine Kritik mehr aushalten. Und Kritik ist einfach, also Kritik und Scheitern gehört zum Leben einfach dazu. Und an Scheitern und an Kritik kann man effektiv nur wachsen, wenn man damit umgehen lernt. Ja. Wenn ich aber alles so in Watte verpacke, dass es keine Kritik und kein Scheitern mehr geben kann, weil jeder ist ja ein Gewinner, dann wirst du irgendwann in die raue Realität entlassen. Ja. Und dann aua. Dann weißt du, was das Sinnbild dessen ist, dass es bei FIFA, bei dem Fußballspiel, einen Modus gibt, in dem du de facto nicht verlieren kannst. Wo du sogar bei den Kommentaren negative Kommentare der ausblenden kannst. Okay. Also, dass der dann irgendwie sagt, oh, da hat er jetzt aber krass vorbeigeschossen, kommt da nicht. Das ist ziemlich schwach. Also, finde ich höchst bedenklich. Ja. Ja, das war. Aber das, was Moritz da schreibt, ich erinnere mich noch daran, wie das Lehrerzimmer voller Rauch war, da konnte ich nicht reingehen, das war in den 90ern. Ja, das natürlich, ich auch noch. Natürlich geht für mich, das. Für mich war halt immer das Problem, weswegen ich das sehr, sehr positiv aufgenommen habe, dass das Rauchen mehr eingeschränkt wurde. Ich habe halt als Kind von Zigarettenqualm Migräne gekriegt. Ja. Richtig krasse Migräneattacken, deswegen waren für mich Familienfeiern auch öfters mal einfach ein Anlass für Schmerzen. Ja. Und das war halt immer so ein bisschen schwierig. Ja. Deswegen bin ich da ganz, ganz froh drüber. Ja, und man muss mal gucken, wie sich das alles weiterentwickelt. Ich bin, wir sind ja als Gesellschaft an einigen Stellen wirklich positiv vorangeschritten. Das mit der Überbehütung, ich beobachte das sehr negativ. Man wird sehen, was es bringt. Schauen wir mal. Im Endeffekt sind wir sind ja jetzt mittlerweile die alten Säcke, die sagen, früher war alles besser. Das Leben ist immer irgendwie weitergegangen und jede Generation hat es gemeistert. Genau. Dementsprechend habe ich irgendwie Zutrauen, dass auch die Generation das meistern wird. Ich glaube, dass wir hier durchaus auch eine extremst, also auf der positiven Seite wirst du eine sehr empathische Generation haben, die einiges toleranter ist, weil sie ganz andere Sachen auch gewohnt ist. Ja. Und die denken auch vieles neu. Was ich zum Beispiel sehr positiv finde an der jungen Generation ist, dass die den ganzen Arbeitsmarkt effektiv neu denken, was dieses ich lebe für den Job und so weiter betrifft, dass das nicht mehr so ist. Ja, da bin ich noch nicht so ganz bei meiner, weil irgendjemand muss den Wohlstand halt auch erwirtschaften. Ja, das ist richtig, aber trotzdem ist es so. Von 25 Stunden in der Woche wird es halt leider nicht so ganz funktionieren. Da habe ich, also ich verstehe den Ansatz, definitiv, aber ich glaube, dass dein von 25 Stunden wird das nicht funktionieren, ist zu konservativ gedacht. Vielleicht, ja. Man muss es halt mal ausprobieren.
Ja. Kann das immer noch ändern. Okay, ja, das will ich nicht drauf. Ich glaub, aber schon, der Moritz Lippen hat was richtig geschrieben, ja. Und dann gab es natürlich noch die andere Seite, wo Leute andere fertig gemacht haben. Das genau. Absolut, ne? Absolut. Also damit wollen wir auf gar keinen Fall sagen, dass das jetzt alles super war. Aber ich sag mal, wenn das Pendel in die eine Richtung ausgeschlagen hat, ist jetzt die andere, geht so die goldene Mitte. Ich finde auch so, da sind wir so mit Mitte 40 so los, so Best of Both Worlds. Ja, so, definitiv. In diesem Sinne, es freut mich. Also es hat ja auf jeden Fall gefallen. Definitiv. Aber auch noch ein Punkt. Ja. Jetzt hat man Kinderbild, Frauenbild. Ja. Und das war tatsächlich so, wie ich es erwartet habe. Ja, bei beiden suboptimal. Aber ich glaube doch in der DDR-Serie noch fortschrittlicher als bei Meister Eder. Definitiv. Weil da ist ja wirklich alles, was Frauen tun, ist kochen, putzen, zu Hause sein. Und sie das sind ist auch, wirklich. Und die Frauen sind auch bis auf die Mutter von der kleinen Erna oder kleinen Helga oder wie sie heißt, sind die Frauen eigentlich fast alle Idioten. Na gut, das sind die Männer dann, bis auf Meister Eder. Ja, aber ich finde, die Frauen sind, aber das, also gerade noch, die. Zusätzlich aber auch noch optisch skurriler gestaltet. Das ist. Ja, doch schon. Die eine Bedienung, die da, die Konditorin, die da, die mit der, mit aber der. Die, ja, ja, aber die ist ja auch das, ja. Ein Extrembeispiel. Aber ja. Ansonsten alle anderen, die da auch noch, also. Ja, gut, das sind eigentlich alle Charaktere. Gäste, das sind eigentlich alle Charaktere. Ja, das ist wirklich so ein Zirkus. Ja, ja, ja. So ein bisschen Freakshow. Ja, macht ja. Darüber auch echt viel Spaß. Muss man einfach sagen, wo man einfach schon über die Gesichter so lachen kann. Ich überlege gerade, wenn ich mir so die anderen. Ich will noch mal ganz kurz, ich scroll mal zurück, weil ich auf das Perückenthema eingehe. Ach so, ja, das Perückenthema. Für alle, die das nicht gucken, sondern bei euch hören, finde ich es nämlich ganz wichtige Info, weil wir vorhin das Perückenthema hatten. Und zwar hat Josie als erstes geschrieben, meine Oma hatte auch mehrere Haarteile, je üppiger die Haare, desto reicher bist du. Okay. Finde ich faszinierend. Dann hat Petra geschrieben, mit Perücke war die Frisur immer perfekt. Argument, sehe ich ein. Ja, ja, ja. Und Kerstin hat geschrieben, in den 70ern wurden Perücken getragen. Meine Oma hatte auch wirklich schöne Haare und hat zu besonderen Gelegenheiten trotzdem die Perücke getragen. Ah, sehr spannend. Ja, ja, ja. Und Wolfgang, meine Mutter, hatte auch eine Perücke, die ich dann später für meinen Captain Kirk Cosplay genommen habe. Finde ich auch schön. Sehr, sehr schön. Ach, schau an. Aber das ist natürlich, ne, je mehr Haare, umso mehr Wohlstand und die Frisur sitzt halt, okay. Wohl, ich meine, so ein Ding wird auch je nachdem nicht teuer, nicht billig gewesen sein. Ja. Das, und in Bayern hast du es ja mit Kopfbedeckungen. Du kannst ja für so ein Gamsbart, weißt du, was ein Gamsbart ist, ne? Gamsbart? Okay. Also ein bayerischer Hut, so ein Zeppelhut. Ah, okay. Da hast du einen, da hast du keine Federn, sondern diesen Busch oben. Ah, drauf, okay, das ist ein Gamsbart. Alles klar, ja. Und der kann der kann mehrere tausend Euro kosten. Für die Busch? So ein Gamsbart. Ja, ja. Ja, ich glaube, der ist sogar wirklich aus Gamsfell gemacht. Und der kann bis zu mehrere tausend Euro kosten und ist auch definitiv ein Statussymbol. Also je größer das Ding ist, desto mehr Geld hast du. Und ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, dass du da locker 10.000 Euro für so ein Ding ausgeben kannst, wenn du unbedingt willst. Krass. Ja? Das ist ja irre. Und so ein Gams, ja, wenn du halt der Herr Bürgermeister bist, ja. Genau. Je buschiger der Ganze, desto reicher ist man, ganz genau. Aber was ich halt absolut nachvollziehen kann, ist auch die Frisur sitzt immer, weil ich meine, wir sind jetzt alte weiße Männer, da lässt sich immer leicht reden über Frisuren. Ne? Ich stehe früh auf und alles, was ich mal mache, ist die Haare mal nass und mal durchstreichen und gut ist. Frauen haben es ja dann doch gerade auch früher deutlich schwerer gehabt. Heute ist das ja auch noch mal ein bisschen anders geworden, aber gerade was so Dauerwelle und so weiter betrifft, na klar, dann hast du die Perücke zu Hause, das ist die perfekte Dauerwelle, die setzt du auf, erledigt. Mhm. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Den Gedanken hätte ich selber jetzt aus mangelnder Erfahrung mit diesem Problem nie gehabt. Tja. Ja, spannend. Vielleicht kommt's ja wieder. Muss nicht. Aber ich glaube, Fazit zu beiden Serien ist, man kann die, glaube ich, auch gut und gerne heute noch gucken und sich unterhalten. Ganz ehrlich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Wie gesagt, wenn man es nicht aus Nostalgiegründen guckt, weil man das als Kind gesehen hat, dann kann man es auf jeden Fall als Gesellschaftsstudie sich anschauen. Ja. Und das gilt für beide. Und von daher, Pumuckl, wie gesagt, meiner Meinung nach geht ja sowieso immer. Vorhin wurde noch geschrieben, warum nicht Peter Lustig oder Hals über Kopf. Peter Lustig, ganz ehrlich, Löwenzahn, da habe ich nicht so den Bezug zu. Ich sag's ja ganz ehrlich, der fand ich als Kind schon zu öko. Okay. Der war mir als Kind schon zu öko, ja. Ganz mal sehen, wie konservativ mein Haushalt war. Der war mir als Kind schon zu öko. Die linksgrün versiebte Socke da, ist im Wohnwagen, ja.
Und Hals über Kopf, da habe ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht, aber Hals über Kopf habe ich deswegen, hätte ich aber auch gar nicht genommen. Das war überhaupt nichts. Ja, das war so eine ARD-Serie, das ist aber 90er, das ist tiefste 90er. Also okay. Von allem, vom Style her, von allem. Ist ein Dokument der 90er, deswegen ist es gar nicht so, fand ich immer listig, aber wir haben ja hier ganz bewusst auch mal was verglichen, was so zeitlich miteinander passt. Ich finde es super, dass es dann tatsächlich auch beides 1982, das finde ich wirklich noch super. Ja. Das war wirklich Zufall, das haben wir nicht abgesprochen. Ja, das war in der Tat nicht abgesprochen. Ja. Ja. Gut. Aber sehr, sehr schön. Sehr schön. Also danke dir für dieses Zeitdokument. Und ich danke dir. Jetzt haben wir die 2 Stunden eigentlich rum und wir haben ja noch eine Ankündigung zu machen. Wir haben noch eine Ankündigung und ich habe hab ja noch Sachen vorbereitet, die wir nicht mal umsetzen. Wollen wir heute ein bisschen Überlänge machen? Ich hab Zeit mitgebracht. Sollen wir noch ein bisschen weitermachen? Fragen wir mal in den Chat da draußen, sollen wir noch ein bisschen weitermachen? Ich hätte noch so eine halbe Stunde, könnte ich glaube ich noch füllen mit ein paar Sachen, die ich mitgebracht habe. Ja. Sollen wir noch ein bisschen weitermachen? Weil, ich packe das mal als erstes aus, weil das hast du heute schon fallen lassen. Denn ich habe es mitgebracht. Nein. Bolek und Lollek. Noch original. Und wie ich jahrelang immer gesagt habe, Lollek und Bolek. Und weißt du, bei Lollek und Bolek erzähle ich, du hast viel mehr Geschichten dazu. Ich habe gar keine. Ich habe das bei meinem besten Kumpel als Kind, Stefan. Ja. Der wohnt jetzt ein paar Häuser weiter in der gleichen Straße und da ein paar Häuser weiter. Und da haben wir... Bolek und Lollek kam dann irgendwo im Kinderfernsehen, ARD oder sonst irgendwas. Es hieß tatsächlich Lollek und Bolek bei uns, ne? Ah, okay. Es hieß tatsächlich Lollek und Bolek. Hieß also es heißt im Original, in Polnisch heißt es Bolek und Lollek. Ah, und? Es ist aber in Deutschland eigentlich erst als Lollek und Bolek gelaufen. Ah, okay. Beziehungsweise dann auch später als Bolek und Lollek. Also es gibt im deutschen Sprachraum gibt es beide Varianten. Ah, okay, gut. Im Original Bolek und Lollek. Mhm. Im Deutschen eigentlich eher Lollek und Bolek, aber hier steht auch Bolek und Lollek drauf. Okay, alles klar. Und da haben wir vielleicht 1 oder 2 Folgen gesehen. Oder gibt es vielleicht einen Film? Ich weiß es nicht ganz genau. Es gab zuerst Trickfilme. Ja. Es gab zuerst Filme davon, eine Zeichentrickfilme. Wir haben es geliebt, aber es kam danach irgendwie nie wieder. Und soll ich dir jetzt was erzählen? Ja. Ich habe noch einen alten Filmprojektor von meinem Vater, der funktioniert auch noch und ich habe noch Originalfilme, Bolek und Lollek. Wir können mal... Die goldene Stadt der Inkas. Ja, lass uns ein bisschen... Also ich habe das... Es gab, war auf einmal im Fernsehen verschwunden. Es kam dann nie wieder. Es gab 10 Comics von Bolek und Lollek. 8 Stück habe ich. Okay. Mir fehlen also nur 2. Das ist aber auch sehr... Also jetzt sind wir hier schon im Orinoco. Wir sind Bisonjäger. Ja. Die Goldene ist sehr Amerika-lastig. Definitiv. Und Afrika-lastig. Irengeti, Pharao. Das ist so ein bisschen wie Tim und Struppi, die auch so einmal durch die ganze Welt gesaust sind. Die Perlenfischer und jetzt, Ich habe das alles schön zeitlich sortiert. Nach Erscheinung, jetzt hast du alles durcheinander. Ist doch völlig wurscht. Ja. So. Okay. Also wie gesagt, ich habe 1, 2 Folgen gesehen. Wir haben es geliebt und dann war es auf einmal aus dem Fernsehen verschwunden und kam nie wieder. Das läuft ja auch nur noch selten, aber... Nein, das kam aber auch dann schon nicht mehr. Also zu DDR-Zeiten, ich bin der Meinung, ich habe das öfters mal gesehen. Nee, im Westfernsehen... Also im DDR-Fernsehen war das, glaube ich, ein Klassiker. Es kann aber auch sein, dass ich da durcheinander komme, weil wir doch hin und wieder mal diesen Projektor aufgebaut haben und alte Familienfilme geguckt haben und Wolf und Hase und Lollek und Bolek geguckt haben. Ich habe sowohl noch Lollek und Bolek, irgendeinen der Filme und auch Wolf und Hase. Ja, und wenn ihr mal so da reingucken wollt, so... sahen die aus. Das war auch der Stil, also das sind jetzt Stills aus der Serie, oder? Oder ist das extra für diese... Das ist extra gezeichnet. Ist das extra gezeichnet? Aber die Serie war ja exakt genauso von der Qualität her. Dritte Auflage von 1985. Okay, ach so, da sind sie in Afrika. Genau, da sind sie in Afrika. Ja. Und wie man sehen kann, das tatsächlich auch für die anderen Comics, die ich noch dabei habe, weil ich habe noch weiteres dabei... Sehr typisch, also in diesen Comics keine Sprechblasen, ich wollte gerade sagen, sondern ja Fließtext. Tendenziell jetzt eher ein Bilderbuchheftchen. Genau. Fließtext. Und das finde ich sehr, sehr spannend. War eine bewusste Designentscheidung wohl. Ja. Original, wie gesagt, polnisch und in aus dem VEB Domowina Verlag Bautzen. Ja. Interessanterweise gibt es da einen Wahnsinnsrechtsstreit mit demjenigen, der das erfunden hat. Ich habe seinen Namen vergessen. Der die Idee. Leszek Mech. Nee, Wladislav Nerebecki oder so. Wladislav Nerebecki, der hat das erfunden. Der hatte aber die Lizenz nur bis Mitte der 70er oder so. Ich krieg's nicht ganz genau auf die Reihe. Bis Mitte der 70er rausgegeben und hat es dann danach hat er die Lizenz zurückgezogen, aber der Verlag hat einfach weiter produziert.
Und dann hat er sowohl noch vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion als auch danach, der ist immer wieder vor Gericht gegangen und hat geklagt und ist nie damit durchgekommen. Polen betrachtet das als Kulturgut, als polnisches Kulturgut und deswegen dürfen sie das. Ich weiß nicht, vielleicht ist er irgendwann damit durchgekommen, keine Ahnung. Es gibt mittlerweile sogar ein Denkmal für Lolek und Bolek in, Sie sehen es hier bei Wikipedia abgebildet. Warschau oder so. In Bielsko-Biala, wo auch immer das ist. Und ganz Polen. Ja, natürlich. In den späteren kam sogar noch ein Mädchen dazu, Tola. Dann wird's immer schlecht. Nein, jetzt nicht, weil das Mädchen ist, sondern sobald eine dritte Figur dazu kommt, wird's immer schlecht. Bei uns ich komme ja aus Mannheim ursprünglich, also normalerweise babbeln wir zu HSE bei Anasch. Und da haben wir SWR-Fernsehen. Ja. Und im SWR-Fernsehen gab es die statt den Mainzelmännchen zwischen der Werbung, das Äffle und das Pferdle. Mhm. Ja, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, ich glaube, das Äffle ist aus Baden, also Badenser, und das Pferdle ist Schwab oder umgekehrt. So. Und die haben immer wie die Mainzelmännchen auch so Späße gemacht zwischen den Einzelwerbespots. Und das war immer sehr, sehr lustig, bis sich dann irgendwann mal jemand gedacht hat oder irgendjemand beschwert hat, Moment mal, wir haben doch eigentlich, was auch nicht stimmt, in Baden-Württemberg doch mehr als nur zwei Dialekte, also das Badische und Schwäbische, du würdest es nicht mehr auseinanderhalten, aber okay, sondern wir haben ja eigentlich, also eigentlich haben wir noch viel mehr Dialekte, das Alemannische und so weiter, aber wir haben ja eigentlich noch Kurpfälzisch. Ja. Also kam dann auch noch das Schlawinsche dazu, ein Pudel, also das Äpfel, das Pferdle und ein Pudel, und Schlawinsche kam dann aus Monne, so, oder aus der Kurpfalz, so. Ja. Muss ich jetzt irgendwie an Happe Kerkeling. Und ab dann wurd's scheiße. Okay. Weil das die Dynamik von diesen beiden Zeichentrick-Charaktern einfach gesprengt hat. Das passte dann irgendwie nicht mehr. Ja? Frag mich nicht warum, dann wurd's kacke. Ja. So. Das war meine Geschichte zum, genau, der Hafer- und Bananenblues, ja. Es gab, jedes Programm im dritten hatte immer so einen Pausenfüller. Ja. Wenn die irgendwie 10 Minuten überbrücken mussten, beim HR, beim Hessischen Rundfunk, kamen einfach immer 10 Minuten lang einfach Katzen, okay. Babys. Ja, Katzen-Content geht immer. Es gab auch schon in gab's damals schon, ja, okay. Katzen, Babys, die sich, also war so ein riesiges HR-Logo aus Acryl mit ganz vielen kleinen HR-Logo-Würfeln drin. Ja. Und da haben sie einfach 20 Katzenbabys draufgeschmissen und haben die gefilmt. Und das lief dann zu so einer lustigen Musik, lief das dann 10 Minuten, bis irgendwie die Nachrichten angehen. Und beim NDR, die hatten ja dann das Walross Antje. Mhm. Da hat man einfach dann 10 Minuten lang dem Walross im Zoo zugeguckt. Okay. Zu lustiger Musik. Ich habe keine Ahnung mehr, ob es im DDR-Fernsehen auch irgendwie sowas gab. Wahrscheinlich habt ihr einen Broiler beim Drehen zugeguckt. Nein, das glaube ich nicht. Broiler, das war doch, um Gottes Willen. Eine Kettwurst gewendet. Warum heißt das nicht eigentlich Kettwurst? Was ist denn eine Kettwurst? Sagt mir gerade überhaupt nichts. Aber wie ich ja mehr aussehe als du. Eine Kettwurst, das war, glaube ich, die Antwort auf die Currywurst, die Ostdeutsche. Keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern, dass ich zu DDR-Zeiten mal eine Currywurst gegessen habe. Ja, eben, also eine Kettwurst gab. Das ist möglich, aber das weiß ich nicht mehr. Das ist möglich. Aber ich hatte eigentlich hauptsächlich Bockwurst. Das hat mir gereicht. Bockwurst und Wiener. Ja. Ja. Ja, ja, sehr, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Die hast du also als Kind, hast du die alle auf einmal gekriegt? Nein, die haben natürlich, war natürlich das gekauft. Ein Heiligtum zum Geburtstag zu Weihnachten ein oder war das ein Stand? Wenn sie rauskam, dann hat man die gekauft und fertig. Wo steht denn der Preis? 2,40 Mark. Ja. Also hier, das sind definitiv nicht meine, die habe ich nur geerbt. Okay. Also das müsste, ich vermute mal, dass das auch von meinem Onkel war. Aber es kann auch schon mein Bruder gewesen sein. Also wahrscheinlich ist es eher mein Bruder, weil der war zu dem Zeitpunkt so 10, als diese Auflagen rauskam. Ketchupwurst, dafür steht Ketchupwurst. Ah, okay. Ja, dann kenne ich es doch. Was da? Also von daher, das dürften eigentlich die von meinem Bruder sein. Die habe ich dann geerbt und fertig. Und ich hebe sowas ja gerne auf. Die stehen zu Hause in meinem Comicregal. Ja. Ich hatte in meinem Comicregal zu Hause steht auch. Ja. Steht auch. Das ist jetzt nicht DDR, das ist eine achte DDR. Das Mosaik, die Digidax. Eine Sammlung. Das habe ich nur mal mitgebracht, weil ich gleich zu dem komme, was noch original DDR ist. Die Digidax, das war die ersten. Das Mosaik gibt es seit 1955. Ist das mittlerweile am längsten regelmäßig erscheinende Comic-Magazin der Welt.
Und das Mosaik war 2018 oder ist seit 2018, ich weiß nicht, ob es durchhält, aber im Jahr 2018 war das Mosaik in Deutschland das meistverkaufte Comicheft, noch vor allem, was Disney macht und so weiter und so fort. Das Mosaik gibt es nämlich noch. Das sind die Digidugs. Aber ich erkenne thematisch schon Muster, ne? Ja. Die Sehnsucht nach der Fremde. Das sind die Digidugs, nämlich das ist Dick, das ist Duck und der rote ist Digidug. Ein Witz. Und das ist ein Sammelband, der nach der Wende rauskam, wo sie ihre Abenteuer, das sind 7 Wände, glaube warum, ich, warum keine, am Missouri warum, erleben. Warum keine Sprechblase? War das zu westlich? So, das so? Kann ich dir nicht sagen, warum diese Entscheidung gefallen ist. Keine Westblasen. Westblasen. Wir machen keine Westblasen. Das kann ich dir nicht sagen. Es ist auf jeden Fall spannend. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass mir das in meiner Erinnerung nicht bewusst war. In meiner Erinnerung hatten diese Dinger Sprechblasen. Okay. Ich habe mir das ja jetzt erst wieder angeguckt in Vorbereitung hierfür und dachte so, ach, ist ja witzig. Ich kann dir das nicht sagen, warum es Fließtext hatte. Guck an. Und ich mach mal zack so, weil die kam bis 75 gab es die Digidugs. Mhm. Und danach hat der Schöpfer, der Hannes Hegen, hat, glaube ich, gesagt, gerüchteweise, hat gesagt, ich will das nicht mehr, hat es zurückgezogen und dann hat der Verlag neue Figuren erfunden und hat damit weitergemacht und diese Figuren waren die Abrafaxe. Die kenne ich vom Namen her. Abrax, Brabax und Kalifax. Ja. Und da habe ich noch die Original-DDR-Sammlung. Ab Januar 81. Ja, also du siehst mich ein bisschen beeindruckt. Nicht, dass ich da irgendwas von kennen würde, aber das ist, wow. Das ist Zeitgeschichte. Ja. Das ist hier im Hintergrund, da seht ihr, ich weiß jetzt nicht, wer Abrax und Brabax ist. Der kleine Dicke hier ist auf jeden Fall Kalifax. Der kleine Dicke, das ist Kalifax. Manche Seiten kleben so zusammen, da weiß ich jetzt nicht. Ist definitiv ein Erbe von meinem Onkel. Aber hier sieht man sie ein bisschen besser. Abrax, Brabax und Kalifax. Und die gibt's auch heute noch, die Abrafaxe. Also die kenne ich vom Namen her, ohne dass ich jetzt wüsste, wer das ist. Aber das erinnert Abrax mich ist der Blonde. Ah, schön. Aber das erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an das Knacks-Magazin. Ja, hat auch eine gewisse Ähnlichkeit, ja. Ein bisschen, ja, schon, ja. Knacks. Aber auch hier, wie man sieht, keine Sprechblasen. Ja. Also man sieht immer hier so einen Pfeil nach oben und dann da siehst du ja einen, der redet und dann siehst du so grob, in welche Richtung das gehen soll. Ja. Aber es ist nicht klassisch im Bild drin, sondern es ist oben, oben untergebracht. Ja. So, dass es quasi das Bild nicht stört. Interessant, ja. 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 Wahrscheinlich war das irgendeine Gewerkschaftsentscheidung. Und das müsste eine Sammlung sein von Januar 81 bis April 1990. Dann wäre vorbei. Nee. Achso, geh noch weiter. Achso. Ja, das gibt's immer noch. Gibt's immer noch? Ja, die sind mittlerweile bei Ausgabe 240 oder 800 oder weit drüber. Weit drüber. Gibt's immer noch. Und wie gesagt, 2018 war das Mosaik in Deutschland das meistverkaufte Comicheft. Krass. Ja. Aber es ist wirklich, ne? Also, sagen wir es mal so, die Themen sind schon so die gleichen wie in einem Asterix oder in einem Tim und Struppi oder so auch. Aber durch die Reisebeschränkung bei DDR gibt es halt so eine ganz eigene Note, finde ich irgendwie. Weiß ich nicht, so gefühlt irgendwie, ja. Es ist halt, also du hast es, es spielt, es fällt halt auf, dass nichts in Bulgarien spielt. Ach, das würde ich, da wäre ich mir jetzt echt unsicher, wenn du durchblätterst. Das ist eigentlich eine wilde Reise durch die Zeit und Zeitgeschichte durch die Welt und die Zeitgeschichte. Okay. Und ich würde mich nicht wundern, wenn hier irgendwann auch mal Sibirien oder so vorkommt. Aber bei allem, was du mir gezeigt hast, ist jetzt der große Bruder aus dem Osten nirgendwo vorgekommen. Nee, das ist mir gerade so ein bisschen da hätte ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen mehr Propagandamaterial erwartet. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja. Ich glaube, das hat einfach niemanden interessiert. Ich glaube auch. Man wollte es ja auch verkaufen. Da waren mal ein paar. So, hier hat man einen Tal der Samurai. Samurai, also ein Japaner. Genau. Ja. Der gestört. Hier wird es ein bisschen asiatisch. Ja. Aber auch eher Japan. Aber gibt es garantiert. Das kann man ja mal. Ich habe die Seite hier mal offen. Digidugs. Was haben denn die Digidugs als große Themenschwerpunkte gehabt? Es gibt einen Digidug-Platz in Berlin. Mittlerweile gibt es einen Digidug-Platz seit 2021. Aha. Gibt es einen Digidugs-Platz in Berlin. Ja. Mhm. Afrika, Ritter Runkel. Kinderserie, Weltraumserie. Okay, ja. Habt ihr eigentlich einen ostdeutschen James Bond gehabt? Wer war das denn? Ich habe keine Ahnung. Nicht, dass ich wüsste. Hier gab es keinen Superagenten, der dem westlichen Klassenfeind...
Also nicht, dass ich wüsste. Ein Bekannter, ich habe ja aus meiner... Keine Ahnung, muss ich mal die Ossis hier im Chat fragen, gab es einen DDR-Geheimagenten? Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe ja erzählt, dass ich in Nordkorea war, ne? Ja. Und der Volker, der uns da diese Reise vermittelt und möglich gemacht hat, der... Der hat in Nordkorea auch eine ganze Weile gelebt und jetzt sind ja Langnasen, wie man da unten zu uns allgemein ja sagt, zu europäisch aussehenden Menschen oder kaukasisch aussehenden Menschen, sind selten. Und dann hat er sich nebenher, ich will nicht sagen ein Zubrot, weil ich nie weiß, wie viel er dafür gekriegt hat, aber nebenher auf jeden Fall die Zeit vertrieben, indem er den vertrottelten CIA-Agenten in nordkoreanischen Filmproduktionen gespielt hat. Mhm. Ich habe früher gedacht, so, ich gehe später mal nach Amerika. Ich werde dort zum einen Deutschlehrer und zum anderen spiele ich in Hollywood immer die Nazis. Ne? Wenn sie irgendwie einen großen, schräg aussehenden Nazi brauchen, der einfach nur grimmig im Hintergrund steht, mache ich. Mhm. Hab's aber nicht gemacht. Hat er nicht gemacht, ja. Aber ich glaube, Thomas das wäre hat eine Karriere draus gemacht. Ja? Ich hätte ja gar nicht mal was. Mir hätte ja die Statistenrolle gereicht, aber ich bin in jedem Film zu sehen. Ja, darum kannst du den Film dann sehen, so Achtung sagen. Hast du eigentlich Indiana Jones auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Auf Deutsch. Ah, das ist ja lustig, wenn du ihn auf Deutsch guckst und die Amis dann am Anfang, also die Deutschen, die Deutschen wieder von Amis gesprochen, dann hast du diese lustigen Akzente, bis halt Thomas Kretschmann kommt und ist dann der Einzige, der so akzentfrei redet. Warte mal, hab ich den auf Deutsch oder auf Englisch? Nee, ich habe ihn auf Deutsch geguckt. Ja, das würde ich schon sagen. Du es nicht mehr weißt, kannst du es nicht. Manchmal weiß ich nicht. Gut. Ah, ja. So, und ich habe noch etwas. Noch was dabei. Ja. Mein Gott, ist denn heute schon Weihnachten? Kennst du die? Nee. Wer kennt diese beiden Figuren? Sind die geschmolzen? Gehören die? Nee, die gehören so. Ja. Wer kennt diese beiden Figuren? Gott, sind nämlich auch so Helden meiner Kindheit? Eure Ost-Action-Figuren statt Star Wars-Figuren? Ja, Wunder, dass ich kein Spielzeug mitgenommen habe. Wer kennt diese beiden Figuren? Ja, hoffe ich, also die davon krisse Albträume. Das ist traumatisch, ja. Was ist das? Das sind Spabel und Huvinek. Bitte? Spabel und Huvinek. Das sind tschechische, Ralf schreibt es, das sind tschechische Puppenfiguren. So ein bisschen quasi die tschechische Augsburger Puppenkiste. Spabel und Huvinek, das ist der Papa, das ist der Sohn. Die gibt's seit den 20er Jahren. Okay. Und das sind so wirklich Kultfiguren und die waren halt auch im Kinderfernsehen präsent, so mit wirklich klassisch Puppen. Und die wurden, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere. Ja. So. Ey, die sind schon ein bisschen creepy. Muss ein bisschen weiter weggehen, weil so. Nee, weiter weg. So. Ja. Die sind schon ein bisschen creepy, ne? Ja, ein bisschen. Und die wurden, glaube ich, auch im deutschen Fernsehen von Tschechen auf Deutsch gesprochen, also durchaus mit Akzent, wenn ich mich nicht in meiner Erinnerung vertue. Ich habe nicht nochmal reingeguckt, aber ne, okay. Falls das jetzt jemand besser weiß, korrigiert mich. Es gab Hörspiele, es gab Schallplatten, alles drum und dran. Die sind richtig bekannt. Die sind auch heute noch Kult, gerade in der Tschechei. Und Fun Fact. Sei vorsichtig, weil das ist nur Draht. Brich's mir nicht ab. Ja. Die habe ich von meinen Großeltern geerbt, diese Figuren. Oh, okay. Die sehen aber noch, die lagen neu aus. Ja, die standen bei meinen Großeltern immer im Schrank und ich habe sie immer bewundert. Und als meine Großeltern dann gestorben sind, dann habe ich sie mitgenommen. Verstehe. Ja. Ich wollte immer mit denen spielen und ich durfte nicht. Mhm. So. Und Spabel, wenn ihr wollt, dann guckt mal bei auf YouTube, sucht mal Hot in Here. Da gibt's ein Cover von Mist, vorhin habe ich's noch gewusst. Ein Cover von Tiger mit A hinten geschrieben, also T-I-G-A, und da gibt's ein Cover Hot in Here. Und da spielt diese Figur eine komplette Rolle. Und das hat damals für einen kleinen Skandal gesorgt, witzigerweise. Ich kenne das Lied und ich kenne das Video. Ja. Ah, okay, man ist schon. Also es ist nicht das Original Hot in Here von dem Rapper, sondern es ist ein Cover, was aber auch sehr bekannt ist mit einem sehr bekannten Video. Und der hat diese Figur im Tschechei-Urlaub auf dem Markt gesehen, hat gedacht, ach, sieht ja lustig aus. Die haben Tausende davon verkauft, ich nehme mal eine mit. Mhm. Hat sich nichts dabei gedacht, hat die dann in seinem Musikvideo verwendet. Und das hat für einen Riesenskandal gesorgt, weil zuerst waren sie nicht begeistert davon, dass ihr Spabel da plötzlich in ihrem Hot in hier in so einem Video rumgetastet ist. Mittlerweile haben sie sich damit angefreundet und es hat sogar auch noch zu Spabel und Huvinek's Ruhm beigetragen. So viel zu meinen Kindheitserinnerungen. Spabel und Huvinek, das sind so meine ältesten Actionfiguren.
Ah, herrlich, herrlich, herrlich. So, so und um, ja, diese Reise in die Kindheitserinnerung gebührend abzuschließen. Oh, und dann noch ein bisschen Ahoi-Brause. Müssen wir uns jetzt noch ein bisschen Ahoi-Brause gönnen? Ich bin mir nicht sicher, ob du nicht dein ganzes Pulver für heute schon für die nächsten Sendungen schon verschossen hast. Nein, denn nicht. Wir brauchen ja noch ein paar Gags und ich weiß, du hast ja nicht so viele. Ich kann sie immer wieder verwenden, weil du sie immer wieder. Ja, das ist richtig, ganz genau. Ich bin ja ein Gag-Feuer. Ich glaube, bei jedem Gag, den ich erzähle, ich habe ihn zum ersten Mal gemacht. Ja, das ist natürlich auch. Deswegen irgendwo, kommt ja auch immer so glaubwürdig rüber. Genau, das ist auch irgendwo eine Gnade. Ja, ja, dieses Talent hat nicht jeder. Das hat dem Halleluja. Jeder. Mit 10 Gags, aber es gibt Menschen, die was bestreiten. Du da? Ich leg die jetzt aus der Handfläche. Was glaubst du denn? Ich schütte da rein. Bist du ekelhaft. Nun hat man eine aufgespuckte Hand gegeben, hallo? Oh ja. Wie macht ihr das denn? Ich kenne das nur so. In die Handfläche? Ja, sicher. Maximale Ekelfaktor. Und danach noch schön jemand durchs Gesicht gewischt. Wagst dich. Also mit 10 Gags kann man ja ganze Karrieren bestreiten. Mal gucken, ob ich es mit 5 hinkriege. Denn wir haben euch ja am Anfang versprochen, wir wollten ja nur eine kleine Ankündigung machen. Ja. Möchtest du es sagen oder soll es ich sagen? Da wir brillant vorbereitet sind, haben wir die Webseite nicht ausgesucht. Scheiße. Das machen wir jetzt direkt mal, damit ich dir direkt mal... Was aber auch sinnlos ist, weil du wirst auf der Webseite noch nichts finden. Das macht nichts, aber ich kann grundsätzlich schon mal die Webseite wenigstens posten, während wir davon erzählen. So erledigt, wir können davon erzählen. Gut. Also... Wir haben uns nämlich gedacht, weil ihr das ja so lustig findet und weiß ich nicht, ob ihr zahlreich einschaltet und wir das so lustig finden, haben wir gedacht, wir würden ganz gerne vielleicht ein paar mehr Menschen daran teilhaben lassen und haben uns mal gedacht, wir bringen diese Sendung hier, unser Nerdikrismus, mal live auf die Bühne. Das heißt, wir werden live gehen, live on stage in Farbe und Bunt. Ihr habt die Möglichkeit, da vorbeizukommen. Und uns sozusagen bei unseren ersten von diesem Jahr hoffentlich mehreren Live-Shows zu beklatschen, zu bewundern, zu beklatschen, zu bewundern. Einfach uns dabei zu sein. Mit Live-Publikum. Über unsere schalen Gags zu lachen unser Live-Publikum zu sein, denn wir würden gerne mehr machen zusammen. Wir würden gerne das Ganze hier ein bisschen ausbauen. Und deswegen haben wir uns gedacht, komm. Wir bringen es mal live auf die Bühne. Also du hast dir das gedacht und ich habe gesagt, jo, komm, mach. Ich bin dabei. Und dementsprechend, wir werden da auch mindestens einen Gast dabei haben und so weiter. Wenn Nessie dann nicht unterwegs ist auf Tour, dann ist auch Nessie dabei. Das werden wir gucken. Das ist halt bei Nessie immer sehr unwahrscheinlich, aber wir schauen, was geht. Ansonsten bleibt es ein reines Nerdy-Christmas-Ding. Wenn ihr Bock habt, da dabei zu sein, wir freuen uns. Und der erste Termin steht auch schon fest. Ich poste jetzt mal die Webseite von dem Ort, an dem es stattfindet. Der werde den Termin aber noch nicht finden. Ja. Der ist da noch nicht eingepflegt, aber es ist amtlich. Und zwar ist der erste Termin am 20. Oktober. Ja. Am 20. Oktober wird es die erste Ausgabe geben von Nerdikrismus live mit Publikum in diesem Rabbit Hole Theater. Genau. Das Rabbit Hole Theater ist ein kleines, feines, Independent Theater. Ja. In Essen. Ja, also mitten im Ruhrpott. Gewagt gegründet mitten in der Corona-Krise. Mhm. Ganz genau, vom Dominik, den wir dann auch in der nächsten Folge mal hier zu Gast haben. Ja, wenn alles klappt, ist Dominik Hertrich und Jens, mein Gott, jetzt habe ich seinen Namen noch vergessen, mich bescheuert. Aber wenn du so direkt fragst. Ja. Mein Gott, ich kenne ihn seit fast 20 Jahren. Ja, ich glaube nicht. Scheint ja nicht so dolle zu sein. Jens Dornheim, meine Güte. Siehste, haben das Dornheimer. 2021 mitten in der Corona-Krise gegründet und machen seither spannendes kleines Programm, spannendes, feines, kleines Programm und jetzt dann auch Nerdikrismus live mit Publikum. Und wir wollen dieses kleine Theater unterstützen. Wir wollen dieses Format auch mal live on stage ausprobieren. Das heißt, wir werden dieses Jahr noch nutzen für, ich sag mal, vielleicht kriegen wir 2 bis 3 Shows auf jeden Fall hin, wollen wir jetzt noch nicht zu viel versprechen. Aber wir wollen auf jeden Fall das gerne machen. Das heißt, es ist sozusagen die Nullnummer live. Wir werden uns ein schönes Programm überlegen. Wir werden das auch ein bisschen fanziger machen, so mit Einspielern und solche Sachen. Also es wird nicht nur so sein, dass wir 2 da sitzen und einfach erzählen. Es wird ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr sein. Und danach, das ist eigentlich das Beste an der ganzen Sache, gibt's so eine kleine Party. Ja.
nebendran, wenn ihr natürlich eigentlich reichlich kommt. Um es nochmal zu sagen, das war der 20.10., das ist ein Freitag, ja, um 20 Uhr im Rabbit Hole Theater in Essen in Nordrhein-Westfalen. Ja. Da kann man, glaube ich, sich jetzt das gut einplanen, wenn man da vielleicht noch nichts vorhat an dem Tag. Wir werden dann demnächst den Kartenverkauf über diese Rabbit Hole Seite starten. Ihr könnt das dann auf den einschlägigen Social Media Kanälen, wenn man das mal ankündigt. Wir machen ja vorher auch nochmal einen Livestream, dann werden wir es auch nochmal sagen. Wir werden es im Rahmen der, von den Cons könnt ihr uns nochmal ansprechen und so weiter. Also ihr werdet das noch wieder mitkriegen, wann die Karten kommen. Wir wissen auch noch nicht genau, was es kosten würde, aber es werden keine großen Summen sein. Nein, ne? Also wenn dann vielleicht, ich meine, ganz ehrlich, für Taylor Swift legt man jetzt so 500 Euro hin. Wenn wir da 300 verlangen, sind wir immer noch günstig. Ne? Also, und ich daher auch singen ist okay. Ja, ich dann, ne? Also. Eben ganz. Aber bitte so lei. Ja. Ja. Das war jetzt die Stelle, an der du fragen musst. Habt ihr extra noch du hast Gags heute, du hast heute schon genügend Gags gebracht, den heben wir uns auf. Ja, also der Termin, der steht, vielleicht könnt ihr es ja einrichten. Es wird nicht viele Plätze geben. Es sind 40 Plätze gibt's. Mehr ist nicht. Also first come, first serve. Und ja, es wäre schön, wenn ihr nicht nur uns eine Freude macht, wenn ihr kommen würdet, sondern natürlich auch dem Dominik und seinem Theater, denn ich finde, diese Independent-Kunstszene, die soll man auf jeden Fall unterstützen und deswegen fangen wir da mal an. Ja. Also von daher, vielleicht kriegt ihr das ja hin und so weiter. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das gestreamt wird und so, das ist alles noch TBD, das ist ein ziemlicher Betonbunker da drin, wahrscheinlich wird das ehrlich gesagt nicht klappen, also von daher, wenn ihr das sehen wollt, das ist halt eben once in a lifetime, dann könnt ihr sagen, war ich mal dabei gewesen. Ja, und da es ein Freitag ist, bietet sich sogar an, vielleicht für ein verlängertes Wochenende vielleicht in Essen zu bleiben, sich Essen mal anzugucken, das Ruhrgebiet anzugucken. Da gibt es einiges Schönes zu sehen. Genau, oder mal irgendwie dann auch mal nach Düsseldorf zu fahren oder sonst irgendwas. Also von daher 20.10. 20 Uhr freitags. 40 Plätze gibt's, first come, first serve. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere wird's hinkriegen. Wir werden auch noch, wenn es gut ankommt und wenn wir jetzt nicht uns selber nur bespaßen werden, sicherlich auch noch die ein oder andere Show machen. Aber es wäre natürlich schön, wenn ihr uns da auch ein bisschen unterstützt und da kommen würdet. Da freuen wir uns über jeden. Und danach können wir auch noch Meet and Greet machen. Ihr dürft uns auch ansprechen. Ihr braucht nicht starstruck zu sein. Ja. Also danach ist auf jeden Fall noch ein bisschen Party. Wahrscheinlich sogar mit Live-Musik. Ja. Genau. Wenn alles klappt. Also von daher, das wird eine schöne Sache. Ich freue mich drauf. Es wird auch ein kleines Thema geben an dem Abend. Müssen wir mal gucken, was wir da machen werden. Aber das kriegen wir auf jeden Fall schon hin. Ja. Ja. Das war so unsere Ankündigung. Ich hoffe, es hat euch dann auf jeden Fall wieder gefallen. War ein bisschen überzogen, aber es hat mir definitiv Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Der nächste Termin, also du hast ja feste Termine, ne? Was kommt, wann macht ihr da wieder weiter? Wurmelst du wieder am Montag? Wir sind ja eigentlich in der Sommerpause. Ach. Das ist ja heute die zweite Sommerpausenunterbrechung gewesen. Montag wird nicht gemurmelt. Eventuell, je nachdem, wie es bei Nessie läuft, machen wir vielleicht nächsten Mittwoch was. Mal gucken. Wissen wir aber noch nicht genau. Nächste Mal. Bei uns bei Nerdizismus geht's weiter. Nächste Woche natürlich wieder mit den Besprechungen zu Star Trek Strange New Worlds. Irgendwann werde ich es auch mal schaffen, die Besprechung von Mandalorian, die wir auf der FedCon gemacht haben, dann auch irgendwann mal doch ein bisschen noch zu bearbeiten und mal hochzustellen. Wir müssen dann endlich mal über Secret Invasion reden. Bis dahin könnt ihr euch ja auf jeden Fall nochmal die ausführliche Folge und das Review zu Indiana Jones 5 anschauen und zu The Flash beziehungsweise anhören. Da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Und uns gibt's auf jeden Fall auch nochmal vor der Live-Show, vielleicht irgendwann so im Ende August, September sowas um den Dreh. Ich gehe jetzt mal so von Anfang September irgendwie aus. Ja, sowas in der Art. Also, war schön mit euch, hat mir Spaß gemacht, hier in Kindheitserinnerungen zu schwelgen. Ja. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und bleibt gesund und schreibt uns dann, wenn das auf YouTube rausgekommen ist oder hier auch bei euch auf Podcast, im Podcast, schreibt uns gerne mal ein bisschen was zu euren Kindheitserinnerungen in den Kommentaren dazu. Das würde mich sehr freuen. Ja. Weil nur dadurch, dass wir selber so im Gespräch sind, kann man immer ein bisschen weniger auf den Chat achten. Aber wir nehmen das dann hinterher wahr. Ja, so sieht's aus. Alles wird gelesen. Ja. Ne? Prima, freut uns, wenn es euch gefallen hat. Freut uns noch mehr, wenn wir euch dann im Oktober live alle nochmal in Paderborn und Thun sehen. Und in diesem Sinne, macht Idiot. Bis dann. Tschüss.